Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich im Namen der Diplomatischen Akademie als einer der Mitveranstalter hier begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Bevor wir aber in die Veranstaltung einsteigen, bitte ich Sie doch um einen Moment des Gedenkens für die Opfer der Katastrophe. Danke vielmals. Ja, meine Damen und Herren, es ist in manchen Situationen nicht leicht, zur Analyse überzugehen, wenn die Emotion natürlich zu Recht im Vordergrund steht. Trotzdem ist da, wenn man über die Türkei spricht, natürlich die politischen Veränderungen dieses Landes der letzten Jahre, auch der geopolitischen Veränderungen, ein ganz wichtiges Thema. Und der Titel Regionalmacht Türkei weist schon darauf hin, was wir damit meinen. Gemeint ist, dass das Verhalten der Türkei, das außenpolitische Verhalten, das europapolitische Verhalten von größerer Bedeutung geworden ist, als es vor Jahren noch der Fall gewesen ist. Aus meiner Sicht denke ich, das hat sogar die Diskussion um EU und die Rolle der Türkei, mögliche Rolle der Türkei in der EU abgelöst. Die Türkei hat sich eben als Regionalmacht etabliert, die mit allen ihren Nachbarn ja, mehr oder weniger auskommen muss. Und wie Sie alle wissen, gibt es die Diskussion ja auch um eine neo-osmanische Renaissance der Türkei. Ein Land, das durch Jahrzehnte eine Status-Quo-Politik betrieben hat, mit guten Gründen im Kalten Krieg auch eine Status-Quo-Politik vertreten hat, die nun als neo-osmanische Regionalmacht bezeichnet wird. Ich möchte das hier nicht beurteilen, wir haben ein sehr ausgewähltes Podium hier unter der Leitung von Dr. Werner Fasselabend, dem ich dann auch das Wort gleich geben möchte. Aber lassen Sie mich doch Herrn Professor Hüseyin Bakci sehr herzlich begrüßen. Willkommen. Er ist das nicht das erste Mal in Wien und auch nicht das erste Mal hier bei uns. Ich begrüße auch herzlich Herrn Botschafter Klaus Wölfer, der viel Erfahrung in Ankara gesammelt hat. Und dann natürlich auch meinen Freund, Botschafter Martin Seidig, der in geopolitischen Fragen immer bei uns zu Hause ist. Danke. Ich möchte in der Begrüßung eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir uns mehr mit der Türkei befassen sollten, als wir es bisher getan haben. Wir Österreicher neigen dazu, unser Verhältnis zur Türkei immer nur bilateral zu beurteilen. Wir streiten darüber, ob österreichische Archäologen wieder graben dürfen in Ephesus oder nicht. Ich könnte nur noch andere Beispiele geben, wo wir, wenn man es geopolitisch sieht, eigentlich oldschool sind, nicht verstanden haben, dass wir in einer Zeitenwende leben und wenn man die Türkei untersucht, dann sieht man sehr genau, was damit gemeint ist. In einer fragmentierten Weltordnung spielen Regionalmächte eine immer größere Rolle und gerade für uns Europäer ist das ein zentraler Punkt, wenn wir sagen, dass wir sowohl im Mittelmeerraum als auch im Nahen Osten unsere Interessen vertreten müssen, dann liegt nun einmal geografisch die Türkei dazwischen und historisch ist nun einmal so, dass die Türkei zu jenen Ländern gehört, die ja, durch Jahrhunderte eigentlich eine lange, lange Grenze im Kaukasus auch mit Russland hatten und von daher schon ein interessanter Gesprächspartner für uns alle sind. Geschichte, Geografie ist wieder zurück auf der internationalen Bühne, ob wir es mögen oder nicht mögen. Es ist besser, wenn man den Realitätssinn hat, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Man kann ja doch immer noch seine politischen Vorstellungen auch einbringen, aber ohne diesen Realitätssinn wird es nicht gehen. Und ich lese jetzt fast täglich Berichte, dass die Türkei das wichtigste Transitland
überhaupt global werden wird, weil Energietransit vor allem durch die Türkei durchgehen wird. Das betrifft Aserbaidschan, das betrifft Kasachstan, das betrifft natürlich auch den mittleren Korridor für andere Transportwege. Die Türkei sieht sich hier als das wesentliche Transitland zwischen Europa und Asien. Und ich denke, da ist einiges dran. Und wenn man sich die vielen Pipeline-Projekte, die Türkei betrieben hat, ansieht, dann wird das auch verständlich, abgesehen davon, dass die Türken dann selber jetzt schon auch Erdgas, glaube ich, zunehmend im eigenen Lande auffinden werden. Ich habe nur das Beispiel der Energie gebracht, weil es ein zentrales Thema in solchen Diskussionen sein muss. Und auch dadurch wird die Rolle der Türkei größer werden. Ich sage herzlich willkommen und freue mich, dass ich hier dabei sein darf und gebe das Wort an Dr. Werner Fasselabend. Ja, danke schön. Ich möchte mich auch bei Emil Brix und der Diplomatischen Akademie bedanken für die Möglichkeit, in kurzer Zeit hier wieder eine derartige Veranstaltung durchführen zu können. Und wenn Sie mir noch erlauben, ein paar Worte zu den Gästen zu sagen, es ist eine auserlesene Schar. Sie erlauben mir, dass ich einige, ganz wenige, auch persönlich begrüße. Ich freue mich, gleich in der ersten Reihe den Botschafter Roland Bimo von Albanien zu sehen, Andra Nagy von Ungarn, Jan Loding von Schweden. Ich freue mich, dass die Elena Kircheva da ist, Botschafterin vom Vienna Economic Forum, und begrüße mit Ihnen gleich auch alle anderen Angehörigen des diplomatischen Korps, egal aus welchem Land Sie kommen. Herzlich willkommen. Auch selbstverständlich die Mitarbeiter des Bundesministeriums für äußere Angelegenheiten, aber auch der anderen Ministerien. Besondere Freude ist es mir, dass der Landtagsabgeordnete Omar El-Rabi heute wieder bei uns ist vom Wiener Landtag, und selbstverständlich dürfen einige Generäle nicht fehlen. Karl Semlitsch, Fritz Weber habe ich jetzt noch nicht gesehen, Walter Feichtinger, Michael Dermann und auch alle anderen, die nicht genannt sind. Selbstverständlich auch unsere Board-Mitglieder, Ernest Huber, Klaus Scholig in der ersten Reihe und alle, die mithelfen bei unserer Arbeit. Es ist für mich auch eine Freude, Besucher von anderen Organisationen, Institutionen wie der Universität Wien, Christoph Benedikter, Georg Rauchenberg vom IDM, Wolfgang Kelper und viele andere auf das Allerherzlichste begrüßen zu können. Einer meiner Vorgänger als Direktor, Botschafter Leifer. Ja, den Paul Leifer, ja, bitte, ja, in der ersten Reihe ganz herzlich, ganz, ganz herzlich begrüßt. Ja, damit stehe ich auf. Eigentlich hätte ich es auch schon vorher machen können, aber die Übersicht ist doch etwas besser von hier. Insbesondere begrüße ich natürlich unsere Referenten. Dazu ist zu sagen, wir haben versucht, eine Mischung zu machen. Den politologischen Experten aus der Türkei haben wir uns geholt und dazu zwei sehr professionelle Spitzendiplomaten Österreichs, so kann man es durchaus bezeichnen. Und wir freuen uns dann auf die Diskussion. Ich werde vielleicht dann noch ganz kurz eben auch darauf eingehen, auf die eine oder die andere Frage, die damit verbunden ist. Eingangs möchte ich gerne ein paar Charts zeigen. Viele wissen das in der Reihe bereits, dass das meine große Schwäche ist. Und daher möchte ich da fortsetzen. Das heißt, es geht eigentlich um die Frage, warum ist die Türkei für Europa, warum ist sie auch für Österreich so wichtig? Und das erste Bild, das ich Ihnen zeigen möchte, ist folgendes, nämlich Europa mit seinem geostrategischen Umfeld. Und dieses geostrategische Umfeld zeigt ein sehr interessantes Bild. Wir haben im Westen hier einen offenen Halbkreis. Da ist Wasser. Von dort droht auch keine Gefahr. Anders sieht es aus in den übrigen Bereichen. Wir haben im Osten jetzt die Krisen- und Kriegszone, Russland, Weißrussland, die Ukraine. Wir haben
de facto im Anschluss daran gleich die Krisenzone gar nicht extra ausgewiesen des Kaukasusgebietes und unmittelbar darunter den Nahen Osten, nicht näher erklärungsbedürftig. Und dann haben wir den Teil von Nordafrika, wo es nicht nur Kriege und Krisen und terroristische Aktivitäten gibt, sondern auch viele Spannungen, die wahrscheinlich früher oder später auch in größere Krisen zumindest münden könnten. Und das Ergebnis dieses Bildes ist einfach ganz klar. Europa hat in Wirklichkeit kein einziges Gebiet einer stabilen Nachbarschaft. Kein einziges. Es ist entweder von Meer, von Wasser umgeben oder von Krisen- und Kriegsgebieten. Und darauf müssen wir einstellen. Das allerdings in einer Situation, wo gerade in Europa die Sicherheitspolitik unterausgewiesen ist oder das Bewusstsein dafür nicht vorhanden ist. Hochinteressant. Okay, es bedeutet aber auch, wenn die Nachbarschaft Krisen- und Kriegsgebiete sind, dass das ein potenzieller Verlust im Bereich der Wirtschaft und darüber hinaus ist. Warum? Weil gerade die mittelständische Wirtschaft, und die prägt das Geschehen de facto in ganz Europa, die mittelständische Wirtschaft auf Nachbargebiete angewiesen ist. Sie kann nicht overseas gehen. Sie kann cross-border gehen, das heißt über die Grenze in die unmittelbare Nachbarschaft, wo man einen Tag oder zwei Tage für Besuche hat, aber sie kann nicht jederzeit in den fernen Osten gehen oder wo immer. Das heißt, die unmittelbare Verbindung von Sicherheit und Wirtschaft ist damit bereits gegeben. Ja, was wir noch an diesem Bild sehen, ist eigentlich schon eines auch der wesentlichen Ergebnisse, so würde ich sagen, dieser Veranstaltung, oder soll es sein. Es zeigt uns dieses Bild ganz klar, dass die Türkei im Wesentlichen mit der gleichen Situation wie Europa konfrontiert ist. Das heißt, mit einer Ausnahme, einer wichtigen natürlich. Das heißt, es ist das Krisengebiet Osteuropa, es ist der Nahe Osten, es ist das Kaukasusgebiet und es ist Nordafrika. Der Unterschied ist der, dass wir sozusagen nur einen Nachbarn haben, der stabil ist, das ist die Türkei. Auch die Türkei nur einen hat, das ist Europa, allerdings in einem viel größeren Ausmaß. Das heißt, wir sind sozusagen von der Lage her zweifellos nicht begünstigt dadurch. Nächstes Bild. Warum ist die Türkei so wichtig? Weil sie der zweitgrößte Nachbar der EU ist. Und wenn Sie davon ausgehen, dass das nächste Jahrzehnt oder die nächsten eineinhalb Jahrzehnte wahrscheinlich durch Sanktionen mit Russland und Nachfolgeerscheinungen des Ukraine-Krieges geprägt sein werden, dann heißt es, dass die Türkei der wichtigste Nachbar Europas ist, von der Größe her. Größe, ja, doppelt so groß wie Deutschland, etwas mehr Einwohner, Bruttosozialprodukt natürlich deutlich darunter. Aber gleichzeitig auch muss uns bewusst sein, es ist nicht nur ein großes Land, sondern was den wenigsten bewusst ist, in der Türkei gibt es oder liegt die größte Stadt Europas. Das ist nicht Paris und ist nicht London, das ist Istanbul. Das muss uns bewusst sein. Und natürlich geht auch von einem derartigen Zentrum eine ungeheure Wirkung aus. Nächstes Bild. Es wird heute über neo-osmanische Politik gesprochen. Natürlich müssen wir uns auch mit der Geschichte auseinandersetzen oder warum eben die Türkei schon in geschichtlichen Zeiten diese Bedeutung hatte. In Wirklichkeit hatte die Türkei die Rolle Ostroms übernommen und hat in Wirklichkeit das auch entsprechend fortgesetzt. Rein regional hat es den Balkan beherrscht, große Teile davon, große Teile des Nahen Ostens und auch von Nordafrika. Ich gehe nicht auf Details ein. Vielleicht eine kleine Bemerkung noch dazu. Interessant ist, dass diese Position ja bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gegangen ist. Damals Istanbul auch der Sitz des Kalifats war, weil die damalige Staatenordnung sozusagen durch die religiöse Schirmherrschaft geprägt war. Für die Katholiken war der Kaiser von Österreich
der Repräsentant. Für die Evangelischen war es der Kaiser von Deutschland. Für die Orthodoxen war es der Zar in Moskau. Und für den zumindest sunnitischen Islam war es der Kalif, war es der Sultan in Istanbul. Diese Ordnung ist durch eine ethnisch geprägte Ordnung ersetzt worden mit all den Wirklichkeiten. Ein bisschen erinnert uns heute noch daran, dass die englische Königin oder der englische König auch selbstverständlich sozusagen der Repräsentant der anglikanischen Kirche ist. Das heißt, diese Einheit hat sehr lange gedauert. Heute sind nur mehr Reste sichtbar. Ich gehe weiter. Ja, und wenn wir eben diese neo-osmanische Großmachtpolitik betrachten, dann sehen wir, dass sie eigentlich auf der einen Seite in den Balkan geht, Kaukasusgebiet, Zentralasien und in unterschiedlicher Form, insbesondere auf den östlichen Teil von Nordafrika ausgerichtet ist. Und zweifellos eben eine Wirkung hat, die nicht zu unterschätzen ist. Was meine ich damit und was sind die Zielrichtungen? Die neo-osmanische Politik war entgegen der kemalistischen Politik auch darauf ausgerichtet, Religion wieder als Bestandteil der Politik zu betrachten. Und daher muss man eben davon ausgehen, dass das gesamte Siedlungsgebiet, könnte man sagen, des Islam, beziehungsweise insbesondere des sunnitischen Islam, soweit er in der Großteil der alten Welt liegt, eben durchaus ein Zielgebiet darstellt. Und das zweifelsohne eben auch Auswirkungen hat, die in beide Richtungen gehen können. Wieder, was meine ich damit? Man kann sehen an der heutigen Politik der Türkei, dass es auf der einen Seite besondere Verbundenheit damit gibt, wenn man aber das Beispiel etwa Ägypten herannimmt, wo gerade durch die religiöse Komponente zu Al-Sisi ein Widerspruch aufgetreten ist oder auch die Situation mit Saudi-Arabien heranzieht, dann sieht man, dass das zwei Seiten hat, das heißt nicht alles in eine Richtung geht. Aber zweifellos hat diese religiöse Komponente in den letzten Jahren eine Rolle gespielt. Und wenn wir noch weitergehen, dann sehen wir, dass die zweite Komponente, das zweite Zielgebiet, das Verbreitungsgebiet der Turksprachen darstellt. Insbesondere heißt das außerhalb der Türkei der Kaukasus mit Aserbaidschan und insbesondere Zentralasien auf verschiedenste Art, wo außer in Tadschikistan de facto sämtliche zentralasiatischen Staaten dieser Familie zum allergrößten Teil angehören. Und das ist immerhin eine Völkerfamilie von 200 Millionen von der Größenordnung her. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ja, im Gegensatz zu Europa hat die Türkei in den letzten Jahren eine klare Politik gemacht, die auf der einen Seite mit Hardpower agiert und auf der anderen Seite mit Softpower. Hardpower ist etwa die türkische Militärpräsenz, dazu zähle ich jetzt nicht so sehr die Beteiligung an UN-Missionen, sondern eben das aktive Eingreifen in Aserbaidschan, entscheidend in Nagorno-Karabach oder in Libyen oder im Irak oder insbesondere in Syrien, wo das ja ganz starke auch territoriale Komponenten hat. Das heißt, Hardpower ist zweifelsohne eine Komponente. Ich gehe weiter und sage, ein kemalistischer Aspekt dabei ist durchaus das hohe technologische Niveau, das es gibt. Ein hohes technologisches Niveau, das sich hier äußert in den Drohnenlieferungen der Türken, wo die Türkei eine führende Stellung hat und durchaus auch durch die Drohnenlieferungen in der Ukraine sozusagen positiv auf der ukrainischen Seite in das Kampfgeschehen indirekt nicht eingegriffen hat, aber so mitgeholfen hat, dass es beeinflusst wird. Anhand allein dieser Karte kann man sehen, wie groß die Wirkung ist und wie weit die Reichweite geht. Es ist nicht nur Hardpower, sondern es gibt auch Softpower. Es gibt, wenn Sie nur
Transit auf die Position der Turkish Airlines im weltweiten Verbund. Es ist nicht nur die Airline mit dem weltweit größten Netz, sondern sie hat mit Ausnahme von drei Staaten, Ruanda, Botswana und Simbabwe, die Nummer 1 Position in allen afrikanischen Ländern. Das heißt, man kann sehen, wie weit die Reichweite hier geht. Ja. Ein Bild noch dazu. Es hat Botschafter BRICS bereits darauf hingewiesen, die Türkei als wichtiger Energieknotenpunkt, und das ist zweifellos jetzt nach dem russisch-ukrainischen Krieg noch von weit größerer Bedeutung. Ich gehe nicht auf die Details ein, ich wollte es nur bemerkt haben. Vorletztes Bild. Wenn wir uns ansehen, wo waren denn oder wo sind denn die wesentlichen russischen Interessensgebiete, dann finden wir sie ja in Kontinentaleuropa, im Westbalkan, im Kaukasusgebiet, in Zentralasien, im Nahen Osten, in Syrien, Irak etc. und auch in Nordafrika, wenn man nur daran denkt, jetzt gerade an die jüngsten Ereignisse in Mali oder in Burkina Faso. Und man sieht, dass sich im Wesentlichen eigentlich die Interessensgebiete zwischen russischer und türkischer Außen- und Sicherheitspolitik überschneiden. Und damit komme ich zum letzten Bild. Das zeige ich noch einmal. Es ist das erste Bild. Und wenn wir dahin schauen, dann sehen wir, dass das auch die Zielgebiete und Interessensgebiete Europas sind. Es ist der Balkan, der Westbalkan. Es ist natürlich der Kaukasus. Es ist der Nahe Osten. Und es ist Nordafrika als die unmittelbare Umgebung des europäischen Kontinents. Und daraus wird auch klar, wieso ein Land wie die Türkei in einem Konflikt, der sozusagen zwischen Russland und Europa und dem Westen ausgetragen wird, eine Mittlerrolle haben kann, weil sie zwischen den beiden steht. Und weil es im Prinzip aber auf der gleichen Ebene der gleichen oder der ähnlichen Interessensgebiete erfolgt. Und wenn das der Fall ist, dass wir fast in vielen Bereichen ganz ähnliche Zielgebiete, Interessensgebiete haben, dann muss es auch naheliegend sein, dass wir alles daran setzen, uns mit diesem Partner näher auseinanderzusetzen und etwas mehr zu lernen und vielleicht auch zu versuchen, unsere Politik darauf auszurichten. Ja, und in diesem Punkt sind wir jetzt, und damit begrüße ich unseren ersten Referenten, Hüseyin Bacı. Professor Bacı ist ein europäischer Türke, wenn ich das so sagen darf. Er stammt aus der Region Edirne, Adrianopel, eindeutig zuordnenbar. Er hat in Deutschland studiert und ist nicht nur in europäischen Thinktanks, in Großbritannien, in Deutschland, in verschiedenen Bereichen, in Belgien, bei SEPS etc. verankert, sondern er ist selbst der Präsident des Instituts für Außenpolitik in der Türkei. Lieber Hüseyin Bacı, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deine Ausführungen. Vielen, vielen Dank. Erstmal wunderschönen guten Abend, und ich danke Ihnen sehr, dass Sie für meine Landsleute diesen Respekt gezeigt haben bei dieser Schweigeminute. Ich bin sehr angetan. Ich danke Ihnen nochmal, und damit danken wir auch den österreichischen Leuten, die in der Türkei jetzt versuchen, unsere Leute zu retten. Vielen Dank nochmal. Wir haben in der Türkei ein Erdbeben, das man nicht in jedem zehnten Jahr sieht, sondern es ist ein Jahrhundertes Beben mit sehr großen politischen, wirtschaftlichen, psychologischen Auswirkungen auf lange Zeit. Aber wir werden es überstehen. Wir sind historisch gesehen mit so vielen Herausforderungen konfrontiert, und wir sind wie Phönix aus den Aschen rausgekommen. Und das werden wir schaffen, natürlich zusammen mit der Hilfe von den Freunden.
Ich danke Ihnen, Herr Botschafter, für Ihre Einführung. Ich bin gerne hier und zum letzten Mal war ich am 5. November 2021 hier zusammen mit Herrn Fasslabund und einigen anderen Herren. Österreich hat für mich natürlich eine große Bedeutung. Als Wissenschaftler unterstütze ich die türkisch-österreichischen Beziehungen. Deswegen wurde ich von Herrn Botschafter Klaus Wölfer, also der Preis von dem Präsident Heinz Fischer, für meine Tätigkeit im wissenschaftlichen Sinne, intellektuellen Sinne gegeben. Und das steht in meinem Zimmer an der Universität. Und jeder, der reinkommt, muss automatisch das sehen, weil es hinter mir steht. Aber auch danke für die Diplomatische Akademie. Ich bin auch schon seit Jahren dabei, Diplomaten zu bilden. Das heißt, seit 35 Jahren, ich bin an der Universität und wie viele sagen, fast ein Drittel der türkischen Diplomaten sind meine Studenten. Deswegen habe ich einen diplomatischen Impact, sag mal so. Und ich freue mich sehr, dass ich weiterhin Diplomaten ausbilde als Akademie an der Universität. Aber auch, dass wir besonders, was der Minister gesagt hat, die bilaterale Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei verstärken. Ja, aber jetzt darf ich das wohl sagen. Mein Sohn ist ein Hornist, hat in Graz studiert und jetzt spielt er für das Symphonieorchester des türkischen Präsidenten. Ich bin sehr stolz natürlich darauf. Er hat in Graz studiert an der Musikschule und jetzt ist er da. Und das ist der Beitrag Österreichs zu unserer Kultur. Danke nochmal für das. Auch für einen Minister. Ich habe immer von einem Minister gelernt und wie heute habe ich auch nochmal vieles gelernt. Wir waren in verschiedenen internationalen Konferenzen, ob es in Usbekistan ist oder in Baku, in Aserbaidschan oder irgendwo anders. Immer wieder habe ich von seinen Erfahrungen genossen. So wie Klaus Wölfer, der in der Türkei die kritischen Jahre als Botschafter auch erlebt hat. Wir haben uns immer wieder getroffen und Gedanken ausgetauscht und Herr Martin, heute habe ich auch getroffen, wir haben sehr viele gemeinsame Freunde. Es wird eine intellektuelle Tour der Horizon sein, heute Abend. Sie haben mir so einen Pass gegeben wie bei der Weltmeisterschaft. Ich muss nur das Tor rein, also den Ball einfach rein zu bringen, wie Messi mal gemacht hat bei der letzten Weltmeisterschaft. Intellektuell gesehen, meine Damen und Herren, die Bilder, die wir gesehen haben, sind in der Tat sehr wichtig, um zu verstehen, wo die Türkei ist und was die Türkei machen wird und wie die Welt sich überhaupt weiterhin entwickelt. Ich werde deswegen heute Abend viele, in halber Stunde, soweit ich es kann natürlich, bitte sagen Sie mir, wann ich zu stoppen habe, sonst bin ich nicht nur ottomanisch, aber jemand, der auf 3 Stunden eingestellt ist, vorzutragen. Deswegen würde ich Sie bitten, mich zu stoppen. Interessant ist, bei diesen Bildern, die Türkei wurde als eine regionale Macht gezeigt. Professor Meliha Altunışık von meiner Abteilung hat einen Artikel geschrieben, dass die Türkei nicht mehr eine regionale Macht ist, sondern eine modifizierte regionale Macht ist. Was heißt modifizierte? Das heißt, die Türkei ist nicht mehr die Türkei, was man sich vor 10 Jahren, 20 Jahren oder 30 Jahren vorgestellt hat. Mit allen Problemen, mit allen Herausforderungen, aber auch Vorteile. Deswegen, um die Türkei zu verstehen, sollten wir gerade alle diese Bilder in unserem Kopf behalten und dementsprechend meine Aussagen bitte hören. Ja,
wir leben auch eine Seitenwende, nicht nur die Deutschen. Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, hat ja vor ein paar Wochen in Foreign Affairs einen Artikel geschrieben über Seitenwende, was Deutschland überhaupt macht. Wir sagen auch in der Türkei, dass wir auch eine Seitenwende haben, weil wir jetzt in einer Position uns befinden, wo die Türkei das eine von wenigen Ländern ist, seit dem Ende des Kalten Krieges, nicht angegriffen worden ist. Wir leben in einer sehr prekären Situation, wo Sie immer hingucken, da gibt es Probleme, Konflikte, regionale, ethnische, nennen Sie, wie Sie wollen. Nach Rand Cooperations Forschung, Studie, ist die Türkei umgeben von 16 Krisenherden. Und da zu überleben ist nicht einfach. Da müssen Sie natürlich eine realistische Politik machen. Die neo-osmanische Diskussion, darauf werde ich später kommen, es war in der Tat ein großer Fehler. Ich gehöre zu der akademischen Schule, realistischer Schule. Ich bin Realist. Ich respektiere alle anderen Schulen auch, aber ich bin sehr realistisch, weil die Türkei uns keine andere Möglichkeit gibt, außer realistisch zu sein. Wenn Sie wie im Jahre 2010, 11, 12, 13, 14 bei dem arabischen Frühling emotional sind und nicht rationell, dann gehören Sie zu den Verlierern. Und da unterstreiche ich nochmal, die Türkei ist leider ein Verlierer des arabischen Frühlings. Aber bleiben wir mal dabei. Ich werde später auf diese regionale Entwicklungen kommen. Wir sollten wissen, dass die Welt ist nicht mehr dieselbe Welt ist, was wir am 24. Februar vorigen Jahres gehabt hatten. Deswegen, alle Karten werden neu gemischt, neue Allianzen entstehen, neue Interessen entstehen und jeder denkt jetzt anders. Da darf man natürlich nicht schwach sein, militärisch, wirtschaftlich, politisch, soziologisch. Deswegen, die Stärke der Türkei kommt, wie heute auch das Erdbeben zeigt, dass die jungen Leute, Tausende von denen, Universitätsstudenten, die wollten zu diesen Erdbebengebieten gehen und JÖK, die Higher Education Council von der Türkei, hat gesagt, dass die Universitäten jetzt für weitere ungewisse Zeit nicht mehr das Studium beginnen werden, weil die Leute, junge Leute, hingehen wollen. Wir erleben, meine Damen und Herren, eine Weltpolitik, dass wirklich diejenigen Politiker, die wir immer für sehr rational gehalten haben, die treffen Entscheidungen, die irrational sind. Gucken Sie mal zu Russland und Ukraine. Ich persönlich hatte Putin so viele Male getroffen als Waldai Club-Mitglied. Ich habe immerhin einen guten Chess-Player gefunden, aber er hat uns enttäuscht. Mindestens mich hat er enttäuscht. Was die Türkei macht, ist interessant. Eine geopolitische Lage der Türkei ist problematisch. Geopolitisch, geostrategisch, geoökonomisch ist natürlich so, dass die Geografie der Türkei, und das ist unser vielleicht großes Problem, aber gleichzeitig auch Vorteil, dass wir zu allen Seiten herumgucken können mit 360 Grad Außenpolitik. Wir können nicht eine Außenpolitik betreiben oder Sicherheitspolitik, die nur auf eine Region sieht. Geht es nicht, nicht in dieser Geografie. Deswegen, wenn wir jetzt sehen, die Türkei in Richtung zur Europäischen Union, zu Russland, zu Amerika und natürlich China als die Machtzentren der globalen Politik, dann sehen wir, wie die Türkei reflektiert und reagiert auf die gewisse Entwicklungen, die manchmal gut ist, manchmal falsch. Deswegen werde ich heute Abend auf diese falsche Entscheidungen, aber auch richtige Entscheidungen hinweisen. Die Entscheidung oder die Analyse machen Sie selber später. Also erstmal Fragen
sollte man so stellen. Wo geht die Türkei hin? Quo vadis Turkey? Es kommt immer darauf an, wie Cervantes mal gesagt hat, es kommt nicht darauf an, wie sie die Leute perspirieren, sondern auch die, wie die anderen Leute sich perspirieren. Deswegen ist die Türkei in den Gedanken vieler Leute, ist die Türkei ein sicherheitsproduzierendes Land oder sicherheitskonsumierendes Land? Security producer oder security consumer? Die Türkei behauptet, richtig so, dass die Türkei Sicherheit produziert. Für wen? Ist eine offene Frage. Deswegen Journalisten, Akademiker, Militärs, da gibt es unterschiedliche Betrachtungen. Aber nach meiner Meinung, mindestens bis jetzt, ist die Türkei ein Land, das sicherheitspolitisch stabil ist. Und Sie haben auch gezeigt, wie die Türkei diese Drohnen auch produziert und verkauft. Wir sprechen über die Drohnisierung der türkischen Sicherheitspolitik, wie Dr. Çağlar Kurç und ich in einem Artikel geschrieben haben. Die Türkei hat eine Armee, die sehr erfahren ist. Es gibt keine Armee in der Welt in den letzten 10, 20 Jahren wie die Türkei, das haben Sie auch gesagt, in vielen Gebiete, Krisengebiete Soldaten schickt. Ah, Sie können natürlich reden über Amerika, aber die Amerikaner haben Afghanistan verlassen. Und vorgestern haben wir mit dem Special Envoy von der Europäischen Union, Thomas Niklas aus Schweden, wir haben in Ankara über 2,5 Stunden diskutiert, wie die Europäische Union und die Türkei in Zentralasien und in Afghanistan zusammen agieren können. Wir, die Türken, wir können gewisse Vorteile für die europäische Großstrategie bringen. Deswegen die Türkei, ob die Türkei Mitglied wird in der Europäischen Union oder nicht, es ist nicht mehr bestimmende Frage. Es ist nicht mehr, weil dieses Mechanismus nicht mehr funktioniert. Deswegen müssen wir neue Mechanismen schaffen. Und Sie haben zu Recht gesagt, geografisch gesehen, ist die Türkei mitverantwortlich für die europäische Sicherheit. Und was die schwedische Frage und finnische Frage angeht, kann ich auch später darüber was sagen. Ich betrachte das eine ganz strategische Entscheidung, dass die Türkei am Ende sowieso Ja sagen wird, vorausgesetzt natürlich, dass wir einen Regierungswechsel in der Türkei haben. Ob es wird oder nicht, das ist eine andere Frage. Wir werden mal sehen. Aber was wir jetzt haben, ist natürlich eine Verlängerung dieser Prozesse. Es ist nicht absolutes Nein. Deswegen sage ich nochmal, die Türkei wird nicht das Land sein, das die NATO-Erweiterung verhindert, weil es über die Türkei hinausgeht. Es ist eine große Strategie des Westens im Allgemeinen. Letztlich, voriges Jahr, im Mai war es im Wilson Center, Andrew Monaghan, der britische Russland-Experte, hat ein Buch publiziert. Sie können das auch im Wilson Center Dokumente sehen, also Video sehen, über das Buch Die Grandstrategie Russland, die Russian Grandstrategie. Da gibt es zwei Artikel, Artikel 1 und Artikel 2 von diesem Buch, auch interessant, wie diese russische große Grandstrategie sich überhaupt entwickelt hat. Wir sind dabei, die Türkei ist ein Teil der russischen Grandstrategie, die Türkei ist ein Teil der amerikanischen Grandstrategie, die Türkei ist ein Teil der chinesischen Grandstrategie, die Türkei ist ein Teil der europäischen Grandstrategie. Deswegen, ganz egal, wo Sie hinsehen, ist die Türkei da, ob Sie mitnehmen oder nicht. Aber Sie können nicht das ignorieren. Keine von diesen Großmächten kann die Türkei ignorieren. Weder politisch, noch militärisch, noch diplomatisch. Deswegen, es ist keine Überschätzung der türkischen Politik. Ja, die Türkei hat Fehler gemacht. Die Türkei hat sich überschätzt. Die Türkei hat sich falsch perspiert. Die Türkei hat sich nach den Voraussetzungen ihrer wirtschaftlichen
Kapazitäten overstretched, wie man das sagt. Aber die Türkei lernt auch aus den Fehlern, dass gerade die Türkei mit Israel, mit Ägypten, mit Syrien und mit Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Staaten und alle Gulf-Countries, dass sie mit denen die Beziehungen wieder verbessert, normalisiert, ist eine kluge Entscheidung, aber leider eine späte kluge Entscheidung, nachdem man viel Zeit, viel Energie und viel Geld verloren hat. Aber was auch immer ist, nochmal, es ist nicht so wichtig, wer die Türkei regiert. Es ist natürlich wichtig, natürlich am Ende, welche Regierung man hat. Aber auf lange Sicht gesehen, diese geografische Lage gibt der Türkei Möglichkeiten, auch Fehler zu korrigieren. Das ist gut so. Also, werden wir mal dann weitersehen? Zwei konkrete Beispiele. Sie haben ja das gesagt, die türkischen Staaten, 200 Millionen im Allgemeinen. Es ist ein neuer Faktor, den wir vorher nicht mitgezählt haben. Im Jahre 2009, als es in Nachtschwan, also diese Türkic States zusammenkamen, da hat man gedacht, naja, die kommen und die reden miteinander halb russisch, halb türkisch, aber es wird nichts sein. Aber seit dem vorigen Jahr, es ist etwas. Und das ist natürlich wichtig, dass diese Staaten jetzt mit 200 Millionen türkisch sprechende Staaten ein neuer Faktor der regionalen und globalen Politik ist. Und ich habe Erdogan, den türkischen Präsidenten, nach Michael Thumans neuem Buch Revanche, ich würde vorschlagen, das ist ein sehr schönes Buch, ein Gelegenheitsnationalist bezeichne. Der neue Nationalismus ist gefährlich für uns alle. Also wir haben viele Nationalismen in der Geschichte gesehen, aber dieses Mal ist es für die Türkei ein sehr positiver Faktor. Es könnte sein. Die Frage ist, wie die Türkei das managt. Ja? Es ist nicht genug, dass sie Möglichkeit haben. Es ist noch wichtiger, dass sie diese Möglichkeiten zu ihren eigenen Interessen benutzen. Ich denke, es ist sehr wichtig, als türkischer Wissenschaftler, vor 20 Jahren hätte ich sowas nie gedacht. Dieses Jahr, im Oktober letzten Jahres, war ich in Erzincan. Da haben wir aus allen Staaten, von Kaukasien bis Zentralasien, Akademiker, Politiker, Wissenschaftler zusammen gehabt. Und der ehemalige Ministerpräsident Binali Yıldırım ist ja jetzt als Wise Man genannt, Aksakal. Da habe ich gesehen und eine Rede gehalten. Ich habe gesagt, es ist nicht genug, dass wir diese emotionale Lage haben. Es ist wunderschön, Türkei und. Die Frage ist, wie wir das tun. Wie machen wir das, dass es als eine friedensstiftende Organisation ist? Dass die anderen wissen, dass es keine neue ottomanische oder neue Attila oder Genghis Khan, was auch immer sie nennen, gibt, sondern dass die Türkei demokratisch, offene Gesellschaft bleibt und dass die Erfahrungen zu diesen Ländern getragen wird. Ja, sie haben ein wunderschönes Bild gezeigt, was Turkish Airlines macht. Soft Power ist für die Türkei sehr wichtig in den letzten 20 Jahren. Es gibt auch sehr viele Bücher darüber und viele Botschafter, die fliegen ja über Istanbul zu vielen anderen Ländern. Das tue ich auch gerne. Und was ist das? Das beste Essen in einem Flughafen ist nur in Istanbul. Von Döner-Kebab bis Lahmacun und alles. Wenn Sie mal da gewesen sind, dann wissen Sie, was ich meine. Ja? Ich kenne viele Leute, die einfach ein paar Stunden mehr da bleiben, um das zu genießen. Damit man, wenn die Flüge weg sind, dass die anderen erwartet werden. So,
Bleiben wir mal dabei. Die türkisch-amerikanische Beziehungen, meine Damen und Herren, bilateral gesehen, schlimmer als die türkisch-österreichische Beziehungen. Wir haben fast null Probleme mit Österreich. Null. Also, es sind Probleme, die wir übersehen können. Also kein Problem. Aber mit Amerika haben wir immer Probleme gehabt. Und jetzt haben wir eine Situation in der Türkei, dass die türkisch-amerikanische Beziehungen auf einen Tiefpunkt erreicht, wie es im Jahre 1964 war, als Präsident Johnson mal erklärt hatte, dass die Türkei die NATO-Waffen nicht benutzen könnte, wenn die Türkei darauf denken würde, in Zypern zu intervenieren. Aber gleichzeitig, Amerika ist der beste Freund der Türkei. Ich sage, diesen Vergleich mache ich in der Türkei gerne. Die türkisch-amerikanischen Beziehungen sind so: ein etwa über 40 Jahre oder 50 Jahre verheiratetes Paar. Die haben genetische Probleme miteinander. Die verstehen sich in vielen Fragen nicht am täglichen Leben. Die sagen unschöne Wörter, aber am Abend schlafen sie im selben Bett und die schnorchen. Nicht, dass die Betten auseinandertrennen zu einem anderen Zimmer. Nein, die sind da. Das Problem ist, die sehen keine Träume, die anders sind. Ja? Dasselbe Bett teilen, aber unterschiedliche Träume sehen. Nein, das ist nicht. Weder Amerikaner noch die Türken können aufeinander verzichten. Es ist nicht möglich. Aus zwei Gründen. Die Türkei ist ein Mitglied der NATO seit 1952, 3 Jahre früher als Deutschland zum Beispiel. Die türkische Armee ist nach dem amerikanischen oder NATO-Modell entwickelt. Sie können das jetzt nicht ändern, wenn sie zum Beispiel Russland bietet keine Alternative. Oder China würde keine Alternative sein für die Türkei. Gut, ich esse gerne auch Chinesisch, das essen aber nicht jeden Tag. Russland, okay, schön, Borschka, Wodka, schön. Aber wir sind anders. Wir sehen zu Europa. Es ist eine historische Tatsache, dass die Türken immer in Richtung zum Westen waren. Jetzt, dass wir zum Osten gehen wollen, ja, das ist möglich, aber mit einer anderen Erfahrung. Wir gehen zu den anderen Ländern, Afrika, Asien, Lateinamerika, zum Mittleren Osten, weil wir eine demokratische und offene Gesellschaft sind. Wir können natürlich diskutieren, inwiefern die Türkei ist so offen und so demokratisch, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren sehr viele unangenehme Entwicklungen erlebt haben. Da wissen wir. Aber wir sind immer noch ein demokratischer Staat. Deswegen, wenn Putin, Tayyip Erdoğan, Moody, Zorba, der ungarische Ministerpräsident Urban oder Donald Trump, die sind die autoritäre Politiker. Sie können das auch in dem Buch von Francis Fukuyama, The Identity, lesen, wie diese illiberale Demokratie jetzt auch die Diskussion bestimmt. Oder George John Mersheimer, The Delusion of the Liberal Order, wie die liberale Welt und demokratische Staaten natürlich große Probleme erfahren. Angela Merkel hat ja an ihrer Rede an der Harvard-Universität gesagt, Demokratie ist gut, aber sie müssen jeden Tag dafür kämpfen. Unsere jungen Leute haben die Demokratie als garantiert gesehen. Es ist nicht so. Deswegen müssen wir auch an den jungen Leuten weiterhin arbeiten, dass die Demokratie auch erkämpft werden muss. Sonst wird es verloren gehen. Meine Damen und Herren, in der Welt ändern sich die Grenzen. Die Migration, was zurzeit für uns alle ein großes Problem ist. 7 Millionen Ukrainer sind aus dem Lande und wir haben in der Türkei
über 7 bis 8 Millionen Leute, die in der Türkei nicht als Migranten gesehen werden, sondern die, wie die Syrer, über 4 Millionen, die sind da nicht als türkische Staatsbürger, sondern die werden weiterhin zurückgeschickt. Mindestens es ist eine innenpolitische Diskussion. Ich habe die Zahlen, offizielle Zahlen von den türkischen Behörden. Ich weiß, wie es in der Türkei gewisse politische Parteien das als ein Vehikel benutzen für ihre eigene Politik. Das kann ich auch verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Migration ist ein globales Phänomen ist. Das müssen wir anerkennen. Die Leute werden, ob es die Türkei ist oder andere Länder sind, die werden überall hin die Grenzen überschreiten. Professor Ludger Künhardt, der auch hier unterrichtet, er hat ein Buch geschrieben, The Enemies of Global Society. Er hatte das geschrieben, weil wir vorher die Feinde der offenen Gesellschaft hatten. Jetzt haben wir die Feinde der Globalisierung. Es ist nicht einfach, jetzt die Grenzen zu schützen. Viele Länder haben Probleme. Griechenland, Türkei und Griechenland ist das beste Beispiel. Also ich komme ja aus Edirne, aus dem westlichen Teil. Ich bin natürlich Westeuropäer in dem Sinne. Meine Mutter ist aus Bulgarien, mein Vater aus Mazedonien. Ich habe Balkanblut, bis zum gehe ich nicht mehr, 100%. Deswegen habe ich dieses Inat, ja, was die Serben sagen. Aber es ist gut so, wir sind stubborn, um die Wahrheit zu finden. Aber was wichtig ist, meine Damen und Herren, ich weiß, ich bin nicht der einzige Redner, deswegen muss ich langsam zu Ende kommen. Aber ich darf Ihnen zwei Beispiele geben, wie schwierig es ist. Die Türkei, ich war in Iran übrigens im November und im Dezember. Ich habe mehrere Gespräche da geführt, auch an der Konferenz teilgenommen, mit dem Außenminister, mit dem NATO, mit dem Nuklearprogrammvertreter Hamid Karazi und. Iran macht eine Politik jetzt unter dem Titel, das Vertrauen der Nachbarländer zu gewinnen. Wir haben das schon vorher gehabt. Der arabische Frühling hat uns so in eine Lage gebracht, ich habe ja gesagt, wir sind Verlierer, ich kann später das noch erweitern. Aber jetzt sehen wir nach dem russischen und ukrainischen Krieg. Plötzlich jeder hat gedacht, aha, Moment mal, was machen wir denn überhaupt? Stellen Sie mal vor, Tausende Afghaner kommen über 3500 Kilometer in die Richtung der Türkei. Und wir sind ein Land von Migranten zurzeit. Wir bezahlen die Türken für diese Leute, wir tun das. Milliarden Dollar, was wir von der Europäischen Union bekommen, ist Peanuts. Bitte übertreiben es nicht. Wir, die Taxpayers aus der Türkei, wir zahlen das. Und trotzdem finden wir menschlich gesehen, das ist notwendig. Ich finde, dass es notwendig ist, dass wir das tun sollten. Aber nicht nur wir, alle die umgebenden Länder leiden darunter. Stellen Sie mal vor, am Sonntag hatte ich den Botschafter aus Montenegro in meinem Institut. Am Samstag albanischen, am Sonntag montenegrische. In Montenegro es sind 12.500 Flüchtlinge aus Ukraine. Es ist nicht mal die Hälfte meiner Universität. Aber das ist ein kleines Land. Und wir haben mehr offiziell etwa 8 Millionen Menschen in der Türkei.
Und es ist nicht wie in Libanon, es ist nicht wie in Jordanien, dass die Leute in den Camps leben. Ich habe so viele Camps gesehen, in Afghanistan, in Pakistan. Diese Augen haben so viele Dinge gesehen und diese Ohren haben so viele gehört. Natürlich nicht wie alle drei Botschafter vielleicht, aber für einen Akademischen mehr als genug. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wie werden wir mit dieser Problematik auseinanderkommen? Meine Damen und Herren, ich mache fertig. Die Türkei bleibt ein Land, das für europäische Sicherheit unvermeidlich ist, für die Amerikaner unvermeidlich, für die Russen sehr, sehr wichtig, aber sehr wichtig, für die Mittleren Osten Länder, also wir sind wie Europa. Die arabischen Staaten, die Leute von den arabischen Staaten, die kaufen türkische Staatsbürgerschaft, die kaufen Häuser, die investieren in der Türkei. Wir haben in der Türkei eine neue Entwicklung. Das ist sehr schwierig zu erklären, weil wir den Prozess noch verdauen. Deswegen ich würde Sie nur bitten, unsere Schwierigkeiten zu verstehen. Lösungen haben wir, das werde ich später bei der Frage- und Antwortperiode sagen, aber es wird immer 1.000-Dollar-Frage sein, wie wir das lösen. Mal sehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke. So, es war eine Freude, Ihnen zuzuhören. Ich bin sicher, Sie haben alle einiges mitgenommen, wie die Sicht aus Ankara, aus Istanbul sich darstellt. Zweifellos etwas anders, als wenn man von Wien oder von Paris in Richtung Südosten schaut. Ja, und jetzt fragen wir gleich den Nächsten, einen österreichischen Spitzendiplomaten, der Botschafter in Ankara war, aber auch vorher schon in Indonesien, auch in anderen Plätzen etc., insbesondere auch für Südosteuropa zuständig war, im Außenministerium und für Integrationsfragen. Klaus Wölfer, das Wort ist an dir. Vielen Dank, Herr Bundesminister. Danke, Michael Zinkernel vom AIS, für die Einladung und für das Vertrauen. Eine große Freude, hier sein zu können, wo ich studiert habe. Mit Emil Briggs haben wir gemeinsam studiert. Er ist der Direktor jetzt. Eine Befriedigung. Und Martin Seidig war stets ein verehrter Integrationsexperte, EU-Erweiterungsexperte und Freund. Und Hüseyin Bağ, ein wichtiger Anlaufpunkt und ein angenehmer Anlaufpunkt in meiner Zeit in Ankara. Ein kluger Kopf, der vieles mir helfen konnte zu verstehen. Ich habe die Zeit 2012 bis 2017 dort als Botschafter verbracht, habe mir viel erwartet davon, aber es ist bei Weitem übertroffen worden an Ereignissen und an spannenden Ereignissen. Es war nicht immer einfach. Ich bin dort hingekommen 2012 zu einer Zeit, wo alles irgendwie noch relativ eitel Wonne war. Der Beitrittsprozess ist mit der EU ist zwar nicht flott gegangen, aber er war irgendwie da noch. Und es ist dann ein Friedensschluss, ein Waffenstillstand zwischen Regierung und der PKK in Kraft getreten. Und es waren also einige positive Elemente. Aber gleichzeitig ist der Syrien-Konflikt losgegangen. Und in den die Türkei sowie alle westlichen Staaten involviert waren. Ich erinnere mich sehr gut. Am 1. April, unvergesslich, 2012, Istanbul, die Konferenz der Friends of Syria, auch Österreich vertreten auf Staatssekretärebene. Alle Großen waren da und es ist eigentlich nur darum gegangen, wie viele Wochen oder Monate hält das Regime noch und dann schauen wir, dass die Free Syrian Army dort in geordneter Weise übernimmt. Also die Türkei ist da auch ein bisschen zum Handkuss gekommen letztlich, weil sie das dann in gewisser Weise ausbaden musste und ausbadet weiterhin die unmittelbare Nachbarschaft. Aber ich will ein bisschen systematischer sein. Ich möchte Ihnen im Wesentlichen ein Kurzpanorama oder ein Kurzdurchlauf zwischen dem österreichisch-türkischen Verhältnis geben, aber auch stellvertretend oder
daneben auch des europäisch-türkischen und dann einen Blick werfen auf einzelne bilaterale Verhältnisse zwischen der Türkei und anderen Staaten, die, glaube ich, interessant sind und wichtig, um das Gesamtbild zu erkennen. Und zum Schluss werde ich versuchen, ein paar Antworten darauf zu geben, welche Chancen eine Art von Engagement oder Partnerschaft oder vertieftere Partnerschaft mit der Türkei bietet oder Gefahren. Aber ganz bevor ich damit beginne, möchte ich nur sagen, das, was Bundesminister Fasslaben da zu Beginn dargestellt hat, also könnte ehrlich gesagt nicht besser sein. Es hat ein perfektes Bild in kürzester, einprägsamer Weise geboten, welche Herausforderungen gegeben sind, die Gemengenlagen an Interessen, die sich europäische, russische und türkische Interessen, die sich überschneiden in den drei Knotenpunkten, wenn man so will. Die Bedeutung von Istanbul, das ist das New York Europas. Und die Strahlkraft, wer Sie dort sind, dann spüren Sie diese City that never sleeps, die vibriert. Und so etwas schlägt sich durch. Und während meiner Präsentation läuft dieses Schaubild, das eben zeigt, Gleichheit an Bevölkerung. Diese beiden Gegenden haben genauso viel Bevölkerung, die eine wie die andere. Womit ich eigentlich nur unterstreichen will, was aus der Türkei geworden ist, die heuer 100 Jahre feiert. Die Türkei hat vor 100 Jahren knapp über 20 Millionen Einwohner gehabt. Heute hat sie 85 plus 5 ungefähr wahrscheinlich in der Diaspora allein in Europa. Also Und Österreich hatte 1920 6-7 Millionen, die Türkei 20, also ein Verhältnis von 1 zu 3. Jetzt haben wir ein Verhältnis von 1 zu 10. Und natürlich, ob das jetzt, wer immer dort regiert und welches System, das ist einfach ein Faktum der Gewichte, die sich total verschoben haben und die eben zu dieser Situation, also diesen Chancen und Gefahren führen, die wir heute hier haben. Zu den Ausführungen Bundesminister Fasslabens. Ja, Transit, die Türkei ist das Transitland. Es fängt damit an, dass die Störche aus dem Burgenland im Herbst über die Türkei, über die Landbrücke nach Afrika fahren. Das ist der kürzeste sichere Weg. Auch die Dimension, die türkische Sprache. Die Türkei hat diese, auch das nur zu unterstreichen, diese multivektorielle Außenpolitik. Sie spielt auf vielen Klavieren gleichzeitig. Shanghai Cooperation Forum, türkische, also islamische Organisation, EU, Europarat, Afrika, die Durchdringung, wunderbar illustriert mit den Flugrouten der Turkish Airlines, zu der man noch dazu rechnen könnte, die staatliche Politik der Türkei, die in den letzten 15 Jahren etwa eine totale Durchdringung Afrikas herbeigeführt hat, nämlich nicht nur, dass überall Botschaften existieren, sondern auch praktisch überall Schulen. Es wurde eine sehr systematische, intensive Besuchsdiplomatie gemischt, Staatsspitzen oder Außenminister plus Wirtschaft durchgeführt, die werden dann, egal wo die sind, in Gambia oder in Namibia oder wo immer, praktisch systematisch empfangen von türkisch sprechenden afrikanischen Schulkindern, weil dort gibt es die türkischen Schulen. Das Ganze hat nur einen Knacks bekommen dann im Gülen-AKP-Konflikt der letzten Jahre, aber wird praktisch weitergeführt. Also, ich glaube, das kann man nicht stark genug unterstreichen. Es wurde auch die MENA-Region und die islamische, die sunnitische Nahosten angesprochen. Aber es reicht weit. Ich kenne Indonesien sehr gut. Auch dort besitzt die Türkei eine unglaubliche Popularität, Bekanntheit. Istanbul ist sozusagen ein Muss, wo man Urlaub machen muss. Und Kappadokien, das ist absolut gängig. Und auch Soap Operas, ich glaube, das hast du das auch angesprochen, also die kulturelle Präsenz der Türkei in einem großen Raum, nicht nur im Nahen Osten, sondern das reicht dann auch über den Balkan, Slowakei, soviel ich weiß, wo die Soap Operas, historischen Zuschnitts über das großartige Jahrhundert, 16. Jahrhundert, das sind die Renner im Fernsehen, worauf sich dann sehr, sehr viele Menschen aus sehr vielen Ländern
nach Istanbul kommen, um die Nase zu operieren, damit sie auch so ausschauen wie die Prinzessin in der Soap-Opera. Also, das ist eine große, große Wirkung auf vielen Dimensionen. Natürlich die Drohnendiplomatie haben wir schon angesprochen. Auch hier nur eine kleine Anmerkung. Das sind einige dieser Entwicklungen, Errungenschaften, wie wir das nennen wollen, der letzten Jahre. Im jetzigen Wahlkampf hat ein an sich sehr gescheiter Politiker der Opposition, Ali Babacan, er war lange Vize-Premierminister, ich glaube Außenminister auch, der hat irgendwie unvorsichtigerweise so etwas wie gesagt wie, naja, das würde ich eher abstellen, weil das begünstigt die Familie Erdogans, die haben das irgendwie weiterentwickelt und so weiter, das ist sozusagen Family Business. Und das hat irgendwie, das ist nach hinten offenbar losgegangen, weil ich eben nicht nur die Medien, unsere Medien, die meistens kritisch sind gegenüber, sondern auch zum Friseur gehe, zum türkischen Friseur in Wien. Und der serviert mir dann bretteltrocken alle Dinge, die wir hier falsch konsumieren und die in Wirklichkeit ganz anders sind. Also das nur dazu und auch zum Ausblick auf die kommenden Wahlen, die am 14. Mai stattfinden sollen. Inshallah. Inshallah, sie müssen in der Verfassung stattfinden, aber wir haben gerade auch gesprochen mit dem Herrn Glücklich. Es ist, gibt also Überlegungen unter diesen schwierigen Bedingungen in den Erdbebenzonen, ob man nicht doch irgendeinen juristisch gangbaren Weg finden kann, um das zu verzögern. Das waren nur meine Anmerkungen und vielleicht eine allerletzte noch zu Energietransit. Natürlich, was ich also erleben musste, Anfang 12 in die Türkei gekommen und das waren praktisch die letzten Monate, letzten eineinhalb Jahre des Projekts Nabucco, das ein total logisches Projekt war. Europa oder Mitteleuropa wollte auf einem zweiten Bein stehen und nicht nur einen Lieferanten zu haben. Das hat gar nichts zu tun mit den politischen Überlegungen in Russland, sondern einfach jeder Händler möchte gern ein paar Lieferanten haben und nicht nur einer, weil sonst bestimmt ja der den Preis. Und das ist schiefgegangen. Und das sind natürlich, ich glaube, das ist auch ein Thema, das wert ist, dass es noch näher hinterfragt wird. Nicht nur um sozusagen postfest, um zu sagen, wer ist da eigentlich schuld und was ist da eigentlich schiefgelaufen, sondern solche Entscheidungen sollten eigentlich nicht passieren für einen Kontinent oder für zumindest eine große Gruppe von Staaten innerhalb Europas. Und die Zeit geht weiter, das ist verloren, das ist kaputt sozusagen, beziehungsweise die Türkei hat einen Ersatzpipeline gemeldet, TANAP, und das Öl oder das Gas, beziehungsweise Gas geht dann, aber nicht in dieser Dichte, nicht in dieser Größe, geht nach Italien. Ist gut für Italien, okay. Aber sozusagen es macht Italien vielleicht unabhängiger vom algerischen Gas. Für Mitteleuropa war es nicht gut. Nur die Zeit geht weiter und die Rohstoffe, die einen sehr großen Teil eben in Ländern sind, die problematisch sind oder die wir als problematisch ansehen, die wird es gelten zu sichern. Ich denke nur an die Solarpaneele, weiterhin an die Kobalt und was alles ergibt, die sind eben in Russland, in China und so weiter. Also das wird, ich glaube, die Herausforderungen sind da und man sollte lernen aus der Vergangenheit. Jetzt werde ich ein bisschen systematischer sein. Österreich im Schnelldurchlauf, Österreich eine bewegte Geschichte, Rivalität, Kriege, Belvedere, also Prinz Eugen mit Belvedere und dem Zelt des Sultans oben. Und dann praktisch die Teilung des Balkans in zwei Sphären. Dann der Verfall, der Zerfall von Österreich-Ungarn und vom Osmanischen Reich, kam Waffenbruderschaft im letzten Moment, der österreichische Kaiser hat den Dschihad ausgerufen, es gibt überall noch die Kaffeehäferl zu kaufen Flohmarkt aus 1914, 15, 16, Kaiser, die beiden Kaiser und der Sultan rufen den Heiligen Krieg aus. Und dann 1924 die beiden Republiken, Österreich und Türkei, einer der ersten Freundschaftsverträge überhaupt, die die Türkei, die türkische Republik abschließt, war mit Österreich. Und dann ein an sich ein gutes Verhältnis, das dann aber nicht sehr intensiv, das dann einen Schub in gewisser Weise erfahren hat durch das Gastarbeiterabkommen, das war glaube ich 1963. Zuerst war Deutschland dann kam eben Österreich auch damit.
und dann ein Schub, der dazu geführt hat, dass heute, also mein Stand war vor ein paar Jahren, 380.000 Türkeistämmige, vielleicht 400.000 Türkeistämmige in Österreich, 4-5% der Bevölkerung. Selbe in Grün in Deutschland. Also das sind Faktoren, die ein Gewicht haben und große Chancen und auch Herausforderungen bieten können. Zweiter Weltkrieg, Türkei Zufluchtsort für viele Österreicher, von Kommunisten bis ganz bis zu katholischen Leuten, Schütte-Lihotzky, Clemens Holzmeister, erinnere ich nur, Spione Alfred Schwarz, der von dort aus hat das Parlamentgebäude gebaut. Also das ist ein Element der Verbundenheit, das in der Türkei durchaus präsent ist. Als Botschafter, wenn ich da herumgefahren bin, auf und ab durchs Land, ist sozusagen jedem Provinzgouverneur sofort bewusst, und das wird ihm auch bewusst gemacht, dieses Land ist sehr gut organisiert, dass es da welche gute und positive Anknüpfungspunkte es mit Österreich gibt. Mai 1964 war das Abkommen für den Gastarbeiter. 2005 natürlich, Österreich ist dann bei den EU-Beitrittsverhandlungen, wo das grüne Licht gegeben wird, ist das Land, das insistiert darauf, ein ergebnisoffenes Ergebnis, die Formel, die eine bremsende Wirkung haben sollte. Frankreich war auf derselben Linie. Zweifellos waren irgendwie kulturell-religiöse Überlegungen auch im Spiel, aber, und das ist natürlich auch in der Zukunft ein Riesenthema, die Türkei ist nicht, mit meinem Verlaub, ist nicht Malta und nicht Montenegro, sondern ist ein 85-Millionen-Land. Das wäre theoretisch mit einem Schlag das größte Land der Europäischen Union. Und das muss man erst einmal organisieren, so eine Erweiterung. Ich glaube, da wird mir der Martin zustimmen, dass das eben nicht eine Erweiterung wie irgendeine ist. Dann haben sich die Beziehungen irgendwie leider in der Zeit, die ich dort war, nicht meine Schuld, ist es ein bisschen sauer geworden zwischen der EU und der Türkei. Es kam dann der Krieg, Kobani, ist dann Schlagworte, die armenische Dimension, Völkermordthema immer wieder, die Allergie dagegen. Und dann hat sogar das österreichische Parlament ein Waffenembargo eher deklaratorisch in einer Entschließung ausgedrückt gegenüber die Türkei. Und auch hier eine Anekdote beim Abendessen in der Gesellschaft in Ankara, lauter Industrielle, die zu mir kommen und sagen, also, Herr Botschafter, wir haben es jetzt heute in der Früh, hat uns der Verteidigungsminister sozusagen eingeschworen auf die Strategie, und er hat gesagt, schaut, wenn sogar ein Land wie Österreich, so ein Freund durch fast ein Jahrhundert, ein Waffenembargo gegen uns verhängt, das heißt, wir müssen auf eigenen Beinen stehen. Und das war so vor 10, 8 Jahren oder so. Er war sicher Teil dieser Strategie, die ja jetzt Früchte trägt, militärisch und militärpolitisch auf eigenen Beinen zu stehen. Ich muss ein bisschen Gas geben. Das ist die Türkei. Ich mache nur, es ist dann in der Zwischenzeit wieder besser geworden, das Verhältnis verdient. Botschafter Seiler verkörpert sozusagen im Außenministerium diese Bemühungen, die erfolgreichen Bemühungen, hier wieder ein sehr gutes Verhältnis zu haben mit dem Besuchsaustausch, wie es eigentlich gehört und wie es den Beziehungen eigentlich entspricht. Zu den bilateralen Verhältnissen nur ein paar herausgeglaubt. Ungarn, besonders enges Verhältnis, aber nicht nur aus verschiedensten Gründen. Kossuth und Rákóczi haben Zuflucht gefunden, die Kämpfer gegen Habsburg. In der Türkei bleibt unvergessen, ebenso bei Japan. Es werden gewisse Episoden, die Türkei erweist sich immer wieder als sehr langes Gedächtnis, aber auch im Guten. Wer einmal etwas Gutes getan hat, dem das hängt es nach. Das schwierigste Verhältnis und das komplizierteste ist schon angesprochen, USA, Zypernkrise, Irakkrieg, die Türkei hat verweigert eben den Durchmarsch von Truppen der USA und der Westkoalition, des neuen Europa. Gülen, der große Gegenspieler oder Feind der Türkei oder der Regierung Erdogan, residiert und kommandiert von Pennsylvania aus. Flugzeuge werden nicht geliefert, die gewünschten, die aber notwendig sind. Die Patriots, gibt es verschiedene Geschichten. Die Türkei hat, die USA haben exorbitante Preise verlangt, angeblich,
oder nicht verkaufen wollen. Wir wissen nicht genau, wie es war. PKK, der Streitpunkt, dass die USA die Schwesterorganisation der PKK in Syrien mit Waffen und Mitteln unterstützen, die YPG. Biden ist insgesamt schwieriger und natürlich der Waffenkauf Luftabwehrraketenkauf in Russland und überhaupt die Neutralität im Krieg. Das dazu dann und ganz zum Schluss die Chancen einer näheren, einer vertiefteren Beziehung. Die Beziehungen sind passabel, aber nicht wirklich intensiv und gut. Für einen Beitrittskandidaten gibt es viel zu wenig hochrangige bilaterale Begegnungen in beide Richtungen. Die EU sieht den Abbau der demokratischen Spielregeln und der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit als ein echtes Hindernis. Plus kommt dann noch dazu in verschiedenen Ländern eben besondere Situationen wie Schweden, das wir jetzt hautnah erleben, auch mit einer starken kurdischen oder PKK-freundlicheren Gruppe in der Bevölkerung. Also das ist ein Thema. Die Basis für die enge Beziehung ist die Nähe, haben wir schon gesehen, die Bedeutung der Türkei, die Größe, ihre Wirtschaft, die enge Verzahnung der Wirtschaft, insbesondere mit Deutschland, denke nur an Bosch, Siemens, auch Österreich, Handelsvolumen 4 Milliarden, bitte, das ist nicht nichts, Tendenz laufend steigend, und die Diaspora. Das ist gut betrachtet oder gut genutzt, ist es ein wunderbares Schmiermittel der Beziehungen und das sehr, auch wirtschaftlich sehr viele Chancen bietet. Auf dem Balkan ganz konkret, Partner, ein an sich logischer Partner, die Türkei hat auch großes Interesse, eigentlich einen gesicherten, friedlichen, schnellen Zugang zu den Märkten in Europa zu haben und Zuliefermärkten. Insgesamt die Aufbruchstimmung ist stark. Ich glaube, vielleicht die Hauptlektion, die man haben kann, es kommt dann so zurück, wie man hineinruft. Also es lohnt sich wahrscheinlich, die Türkei ernst zu nehmen. Frau Bundeskanzler Merkel hat das immer gemacht. Sie war sich nicht zu gut, irgendwie dann im Thronsessel zu sitzen, dem Erdogan, wo dann viele darüber gespottet haben. Aber sie hat sozusagen die Türkei so genommen, wie sie ist und ihr ein gewisser Respekt erwiesen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Danke. Ja, danke für diese profunde Darstellung der Beziehungen in den einzelnen Ländern und zwar in beiden Richtungen. Aus Zeitgründen gehe ich unmittelbar weiter und bitte jetzt den Botschafter Martin Seidig, einer auch der Spitzendiplomaten Österreichs, ehemaliger Botschafter in Peking, in New York bei den Vereinten Nationen, Sonderbeauftragter der OSZE für die Ukraine und ein Spezialist aus privaten Gründen oder mit einem privaten Background für Zentralasien, hätte ich gesagt. Ja. Bitte, Martin. Danke, dass ich hier sein darf und es freut mich, so viele bekannte Gesichter hier sehen zu können. Herr Professor, ich komme nicht umhin, am Anfang auf Ihr Ehepaar zurückzukommen. Ich habe mir die USA und die Türkei eigentlich nie als Ehepaar vorgestellt, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, und als gemeinsam schnarchendes Ehepaar. Ist eine interessante Vorstellungssache, vor allem, wer ist die Frau, wer ist der Mann? Oder gleichgeschlechtlich. Also, wir wissen es nicht in dieser Geschichte. Und außerdem, ehrlich gesagt, also auch ein sehr harmonisches Ehepaar, wenn wirklich die dann gemeinsam dasselbe träumen jede Nacht, also das Ehepaar muss man mal sehen, ja, dass die dann in der Früh aufwachen und sagen, ich habe gestern das geträumt, heute Nacht, und die Frau sagt dann, oder der Mann sagt, ich habe genau dasselbe geträumt. Also das ist jedenfalls, man lernt nie aus, Herr Professor, und ich danke Ihnen für dieses Beispiel. Aber ich bin nicht gekommen, um darüber zu sprechen, sondern ein bisschen, weil ich auch in der letzten Zeit relativ oft in der Türkei war, in Istanbul war, ein bisschen über die Wirtschaft der Türkei zu sprechen. Die Wirtschaft der Türkei ist eine Wirtschaft, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren und sie wird sich auch laut IMF weiter gut entwickeln. Es wird ein BIP-Wachstum in diesem Jahr sein von 3%.
Es wird also insgesamt ein BIP von 941 Milliarden Dollar sein. Das Bevölkerungswachstum, die Bevölkerung wird auf fast 87 Millionen wachsen, unglaublich. Das Pro-Kopf-Einkommen pro BIP ist also etwas über 10.000 Dollar. Österreich ist, da liegt da das Fünffache. Es wird insgesamt nach der Kaufkraftparität BIP hat die Türkei ca. etwas über 2% am Welt-BIP. Man spricht immer wieder über die Inflation in der Türkei als ein Wachstumshemmer. Ja, das stimmt. 51% in diesem Jahr, es war auch schon über 60 und 70. Aber auch hier, IMF sagt voraus, dass die Inflation zurückgehen wird, im nächsten Jahr auf 24% und 2025 auf 17%. Und man darf nicht vergessen, die Türkei ist erfahren mit hoher Inflation. Es hat im Jahr 1994 sogar über 100% Inflation gegeben. Und dann ist die Inflation innerhalb von 10 Jahren auf 8,6% heruntergegangen. Und dann hat es von 2004 bis 2016 eine Inflation gegeben, die immer knapp unter 10% war. Also daher, die Türkei hat gelebt mit Inflation. Und natürlich ist das für die Bevölkerung besonders schwierig. Und auch mit der Wechselkursentwicklung der türkischen Lira. Daher ist es nicht von ungefähr, dass also die Türkei, sozusagen, wenn man als Tourist dorthin kommt, geradezu derzeit ein Paradies ist für Touristen aus Österreich. Einfach aufgrund des Wechselkurses, was für die Bevölkerung ein besonderes Problem ist, insbesondere am Immobilienmarkt. Und das ist ja jetzt auch erwähnt worden, dass am Immobilienmarkt besonders viele Investitionenkäufer sind aus den arabischen Ländern, aber auch aus Russland. Ja. Und ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass im Vorjahr sind 14.000 Immobilien in der Türkei von Russen gekauft worden. 2019 waren es nur 2.900. Und wenn man brav zahlt, über 500.000 US-Dollar, dann kriegt man gleich die türkische Staatsbürgerschaft dazu. Also ist nicht schlecht und das ist natürlich anziehend. Und das haben Sie gesagt, Herr Professor. Aber wenn Sie irgendwo in den karibischen Staaten auf St. Kitts kaufen, dann kriegt man es auch. Aber wenn sich so die Türkei hat sich in der Hinsicht auf das Niveau von St. Kitts begeben, aber in Malta war es ja nicht unähnlich. Und ich glaube, das soll man in diesem Zusammenhang sehen. Ja. Es sind auch natürlich aufgrund der Entwicklung sehr viele, wenn wir jetzt über Russland sprechen, Russland ist im Vorjahr sogar aufgestiegen zum größten Handelspartner der Türkei, was natürlich vor allem durch die Importseite da ist. Auch das durch die Verbilligung des russischen Gases und des russischen Öls. Und die Türkei hat da also kräftig zugeschlagen und war ein absoluter Profiteur dieser Situation, vor allem von der Preisseite her. Es hat zu einer Verdreifachung der Ölimporte aus Russland geführt. Und also die Türkei hat sicherlich in diesem Konflikt nicht nur sozusagen eine Schlüsselrolle rein geografisch und auch politisch, sondern die Türkei hat auch ein wesentliches Element in den Wirtschaftsbeziehungen und man kann durchaus sagen, dass die Türkei in dieser Situation von diesem Konflikt in der Ukraine auch in gewissermaßen profitiert. Das wäre nicht falsch, das zu behaupten. Die türkischen Exporte sind 2022 auch um 12% angestiegen, die Importe logischerweise auch sogar mehr um 34% und das Handelsbilanzdefizit ist insgesamt um 138% gestiegen. Aber das hat natürlich damit auch zu tun mit den Erdölpreisen und Gaspreisen, die hinaufgegangen sind. Aber insgesamt, wenn man in der türkischen Wirtschaft eine Sorge haben muss, dann ist das Thema des Handelsbilanzdefizites. Aber da muss man in Hinkunft sehen,
wie das vielleicht auch durch einen steigenden Tourismus wieder abgefedert werden kann. Jedenfalls die Export-Import-Ratio ist von 83% auf 70% zurückgegangen, und das ist also schon eine relativ alarmierende Zahl, wenn man überhaupt von alarmierenden Zahlen sprechen muss. Insgesamt ist die EU aber noch immer der größte Handelspartner, wenn auch Russland Deutschland am ersten Platz sozusagen abgelöst hat. Zwischen Österreich und der Türkei, und Botschafter Wölfer hat das ja schon gesagt, gibt es also intensive Beziehungen. Handelsbeziehungen könnten noch immer stärker sein. Wir sind bei jetzt insgesamt 4 Milliarden, wie du richtig gesagt hast, wobei die Importe mehr wachsen als die Exporte. Und bei den Importen ist die Türkei auf Nummer 17 in Österreich und bei den Exporten auf Nummer 21. Österreichische Investitionen in der Türkei sind angestiegen in den letzten, vor allem ab 2010. Vorher hat es faktisch keine oder fast keine österreichischen Investitionen in der Türkei gegeben. Vor allem hat es keine Präsenz österreichischer Banken in der Türkei gegeben. Es gibt türkische Banken in Österreich, aber keine österreichischen Banken in der Türkei. Und das hat auch sicherlich mitgespielt bei der österreichischen Haltung gegenüber der EU-Erweiterung. Wir hatten einfach in dieser Zeit, als die Beitrittsverhandlungen waren und auch die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei begonnen haben, in Österreich keine Wirtschaftslobby, die für stärkere Wirtschaftsbeziehungen, für eine stärkere Nähe der Türkei an Österreich sozusagen interveniert hat. Bei den mittel- und osteuropäischen Staaten war das der Fall. Da war die Wirtschaft sehr stark interessiert. Zur Türkei war sozusagen vollständiges Schweigen. Dazu darf man nicht vergessen, das war die Zeit der schwarz-blauen Regierung oder eben dann nachher nicht mehr schwarz-blau, sondern schwarz-BZÖ. Und das war natürlich auch eine, sozusagen eine Situation, die das Verhältnis nicht unbedingt leichter gemacht hat. In dem Zusammenhang jetzt noch ein paar Worte zu den Beziehungen EU-Türkei. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber die Türkei ist heuer im 60. Jahre der Beitrittsperspektive zur Europäischen Union. Sie haben richtig gehört, im 60. Jahr. Die Beitrittsperspektive wurde im Ankara-Abkommen 1963, das 1964 in Kraft getreten ist, sozusagen festgelegt. Und jetzt, wo stehen wir jetzt? Und das ist etwas, das ist schon eine Frage, die man sich in diesem Zusammenhang nicht nur aufgrund der Geografie, die wir hier gesehen haben, und der sicherheitspolitischen Aspekte immer wieder einander stellen müssen. 1995 ist es zur Zollunion gekommen, und sozusagen wurde das Assoziationsabkommen mit der Türkei auf eine Zollunion ausgeweitet wurde. Und dann ist natürlich immer wieder die Frage gestanden gewesen, als wir die Erweiterung hatten um die mittel- und osteuropäischen Länder, was geschieht mit der Türkei? Und es hat in der Europäischen Union damals schon auch Länder gegeben, vor allem Großbritannien, dass die Türkei sehr stark unterstützt hat, dass die Türkei auch Mitglied der Europäischen Union werden soll. Und hat ja auch eine Grundlage gegeben, die Beitrittsperspektive aus dem Jahre 1963. Und als die Verhandlungen mit Zypern eröffnet worden sind, war natürlich auch die Frage, was geschieht mit der Türkei. Und man kann ja die Türkei nicht völlig vergessen. Und so war das ein Thema, das parallel immer wieder zu den Beitrittsverhandlungen mit den mittel- und osteuropäischen Staaten immer wieder abgehandelt worden ist. Und als dann im 2002 die Verhandlungen zu einem Ende kamen mit den mittel- und osteuropäischen Staaten in Kopenhagen, ist natürlich auch die Frage gestellt worden, nun, was geschieht jetzt weiter mit der Türkei? Und da ist dann die Kommission eingeladen worden, einen Avis zu produzieren, um festzustellen, wie ist denn jetzt das Verhältnis der Türkei und wie kann man mit der Türkei zu Beitrittsverhandlungen kommen. Und das Interessante war, dass die Kommission dann mit einer sehr
interessanten Formulierung gekommen ist, um diese Beitrittsverhandlungen von der Sicht der Kommission vorzuschlagen. Nämlich, Sie haben gesagt, dass die Türkei sufficiently fulfills the political criteria, sufficiently. Das hat es sonst vorher nicht gegeben, entweder man erfüllt es oder nicht. Aber die Kommission hat sich da also durchgeschwindelt und hat den Terminus sufficiently eingebaut. Das war natürlich auch immer wieder eine Frage. Das hat die gesamten Beitrittsverhandlungen, die dann gekommen sind, mit der Türkei immer wieder überschattet. Ein anderer Aspekt, den man hier nicht außer Acht lassen soll, war die Mitgliedschaft von Zypern. Wir wissen ganz genau, dass am 1. Mai 2004 Zypern beigetreten ist, der Europäischen Union. Und eine Woche vor dem Beitritt, am 24. April 2004, gab es in Nordzypern und in der Republik Zypern, man soll mich da jetzt nicht kritisieren, im griechischen Teil von Zypern, gab es jeweils ein Referendum über den Annan-Plan, wie man das Problem zwischen dem Nordteil und dem Südteil von Zypern lösen soll. Und mit einem völlig unerwarteten Ergebnis. 64%, fast 65% der Bevölkerung in Nordzypern stimmte für die Annahme des Annan-Plans. Und im griechischen Teil waren 75% dagegen. Und damit stand die Europäische Union vor einem wirklich irrsinnig schwierigen Problem bis heute. Darf man also nicht übersehen. Man hat früher geglaubt, oder man hat geglaubt, dass im türkischen Teil das nie zu einem positiven Ergebnis kommen sollte. Aber der damalige Botschafter der Türkei in Nordzypern, mittlerweile ist das einer meiner engsten Freunde, Ertuğrul Apakan, der mit mir auch in den Minsker Verhandlungen für die OSZE war, der hat mit dem damaligen neuen Präsidenten von Nordzypern dafür gesorgt, dass es zu einer positiven Stimmung zum Annan-Plan kam. Damit wurde Zypern Mitglied. Was aber die Türkei nicht sozusagen voraussah, war die Frage, wie verhält sich nun die Türkei selber zu diesem neuen Mitglied? Mit der Zollunion. Wird die Zollunion auf das neue Mitglied Zypern auch ausgeweitet, von der türkischen Seite her? Das war eines und bis heute einer der größten Hemmschuhe im Verhältnis Türkei-Europäische Union, dass dieses Thema bis heute nicht sozusagen geklärt wurde. Die Türkei hat bis heute sozusagen die Zollunion auf Zypern nicht ausgeweitet. Und das hat die Beitrittsverhandlungen überschattet, die beschlossen worden sind, dann letztendlich 2005. Wir Österreicher haben da auch dann eine richtige Rolle gespielt, weil unter der österreichischen Präsidentschaft 2006, im ersten Halbjahr 2006, ist tatsächlich das bislang einzige Kapitel in den Verhandlungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union auch vorläufig abgeschlossen worden. Das ist also Science and Research, Wissenschaft und Forschung. Man hat eigentlich von der österreichischen Präsidentschaft alles andere erwartet, aber dass sie die Verhandlungen soweit überhaupt auf die Schiene bringen. Tatsächlich ist es aber gelungen und das ist bislang das einzige Kapitel gewesen. Weil schon beim zweiten Kapitel, das dann war Kultur, ist das Thema gekommen. Ja, und wie ist das eigentlich mit den religiösen Minderheiten? Wie ist das mit den Sprachen? Und damit ist das zu einem Hemmschuh gekommen.
Und ich glaube, wir damals, wir Österreicher, haben uns auch sehr dafür eingesetzt, dass als die Verhandlungsaufnahme mit der Türkei beschlossen wurde, dass auch klargestellt wurde, dass die Verhandlungen mittlerweile auch mit Kroatien aufgenommen werden. Und einer der Punkte, den Österreich immer angesprochen hat in diesem Zusammenhang, war die sogenannte Absorptionsfähigkeit der Europäischen Union für neue Mitglieder. Und ich glaube, dieser Termitus ist sehr wichtig. Ist die Europäische Union imstande, neue Mitglieder zu absorbieren? Und das wurde auf Wunsch von der damaligen Außenministerin Plasnik sogar in den Beschluss hineingeschrieben, dass klargestellt werden muss, als der Beschluss war, die Verhandlungen aufzunehmen, dass die Absorptionsfähigkeit der Europäischen Union garantiert sein muss, wenn dann die Frage der tatsächlichen Aufnahme ansteht. Und wenn Sie den Beschluss der Europäischen Union sich anschauen, der Ukraine den Kandidatenstatus zu geben, dann sehen Sie im letzten Satz wieder eine interessante Referenz zur Absorptionsfähigkeit der Europäischen Union. Da schließt sich der Kreis und wir haben dann als Europäische Union es dann nicht nur zu tun mit der Frage, wie absorbiert man die Ukraine in der Europäischen Union, sondern wir haben noch immer das offene Thema, wie geht es denn weiter mit der Türkei. Und es hat die verschiedensten Ideen gegeben, mit einer privilegierten Partnerschaft, Gott weiß was. Aber sozusagen den Stein der Weisen, wie es mit der Europäischen Union und der Türkei weitergehen soll, das hat bedauerlicherweise bis jetzt noch niemand gefunden, diesen Stein der Weisen. Ob wir ihn je finden werden, weiß ich nicht. Dankeschön. Ja, lieber Martin, herzlichen Dank für die Präsentation, nicht nur der Wirtschaftssituation. Ich muss dazu sagen, Martin Seidig ist ja nicht nur ein erfahrener Diplomat, er hat auch jahrelang in der Privatwirtschaft im In- und im Ausland gearbeitet und weiß daher, welche Bedeutung auch diese Entwicklungen aufweisen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zeit ist schon vorangeschritten. Wir werden trotzdem einige Fragen ermöglichen. Ich werde in die erste Fragerunde eintauchen. Sehr viele werden wir nicht haben. Und meine erste Frage richtet sich daher an Sie und gleichzeitig auch meine Bitte. Wenn Sie eine Frage haben, bitte sagen Sie uns ganz kurz Ihren Namen. Zweitens, eine kurze Frage oder einen ganz kurzen Beitrag, sodass wir dann die Möglichkeit haben, auch kurz darauf zu antworten, beziehungsweise dass mehrere diese Möglichkeit haben. Wem darf ich als Ersten das Wort erteilen? Schau in die Runde, ja, bitte sehr. Ja, vielen Dank, mein Name ist Tarab Rajati, aus Syrien, aus Damaskus, in Österreich seit sehr langer Zeit und Österreicher. Es ist sehr schwer, jetzt darüber zu reden, wo diese dramatische Situation sich befindet in Nordsyrien und Südtürkei, aber trotzdem schnell zu der Frage. Als aus Syrien stammender frage ich mich, warum dieser Stein der Weisen zwischen EU und Türkei zumindest in Sachen Syrien erfolgreich sein kann. Beide Länder oder beide Organisationen, Union und Türkei, wissen, dass mit Assads Regime keine Geschäfte zu machen sind, dass es sehr Probleme geben wird. Beide leiden direkt unter der Migration. Beide wollen keinen großen Einfluss von Russland, Putin und von Iran in der Region. Warum ist es so schwierig, zumindest in diesem Bereich, dass die EU sich außenpolitisch zeigt als eine starke Kraft und auch gemeinsam mit der Türkei ein Syriens Problem herbeizuführen und die Lösung ist da, 2254, die UNO-Resolution. Es sind ganz klare Vorstellungen, wie es weitergeht, warum beide nicht zusammenkommen und weitergehen. Dankeschön. Dankeschön, gleich daneben. Abgeordneter Arabi. Ja, eine ganz eine kurze Frage, die eigentlich nie von Ihnen, Herr Back, auch thematisiert worden ist. Ich stamme selber aus dem Irak. Eine der größten,
eine der größten Probleme ist die Wasserwirtschaft und die Probleme der Tigris, Euphrat, die trocknen eigentlich fast aus mit diesen ganzen großen Dämme, die gebaut worden sind. Jetzt wurden wieder welche aufgemacht durch den Erdbeben. Jetzt gibt es Hochwasserkatastrophen wieder in dieser Städte. Ist eigentlich nicht ein bisschen auch kontraproduktiv in dieser Diplomatie der Nachbarstaaten, wenn diese Umweltproblematik und diese Wassernot, die aufgrund noch jetzt noch schlimmere mit Erderwärmung und so weiter dazu kommen. Ist es ein Thema, das in der Türkei eigentlich wahrgenommen wird, oder sind einfach die anderen Länder so schwach, dass man sich alles leisten kann? Danke schön. Dann haben wir da drüben eine Wortmeldung. Guten Tag, mein Name ist Ercan Karaduman, Political Analyst. Die Türkei ist seit 2002 in einem Prozess der Self-Determination, in einem Selbstbestimmungsprozess. Das hat sie über die Methode des Security Producers zur Welt gebracht. In diesem Punkt in erster Linie einmal für sich gegenüber dem Terror. Wie Sie, Dr. Fasselabend, gesagt haben, es gibt nur rundherum Krisengebiete. Die Türkei ist aber an der harten Front, sie ist noch näher an die Krisengebiete. Wenn Europa sich vor diesen Krisengebieten schützen möchte, dann sollte es doch so sein, dass man die Türkei insbesondere in diesem Punkt, in Sicherheits- und in außenpolitischen Angelegenheiten, unterstützen sollte. Jedoch ist es aber doch so, dass die Türkei immer wieder sich einer permanent unaufhörlichen Impertinenz gegenüberstehen sieht in der westlichen Politik. Das drückt sich so aus in den letzten Tagen, wie ja die Botschafter und die Botschaften in den letzten Tagen geschlossen wurden aufgrund von Sicherheitsfragen. Und da dabei der Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu auch klar definiert gesagt hat, wenn das Freunde wären, wieso haben sie denn dann uns nicht vor dieser Gefahr dann gewarnt? Das heißt, die Frage ist immer, wann hört die Doppelmoral in der westlichen Politik auf gegenüber der Türkei, auch im Sinne des Selbstschutzes von Europa? Und wann werden sich Allianzen im Europäischen Parlament wiederfinden, die die Erstarkung der Türkei im Europäischen Parlament durchsetzen möchten und Allianzen dafür gründen möchten, diplomatisch? Danke. Dankeschön. Gleich in der Mitte. Ja, hallo, Andreas Krassel, mein Name. Meine Frage äußert sich zu Armenien. Es wurde kurz angeschnitten. Gibt es zurzeit vielleicht auch anlässlich dessen, dass jetzt diese mittlere Route der Belt and Road Initiative von China aus gestärkt wird, eine Bemühung, Armenien vielleicht in dieses Projekt auch zu integrieren, oder wird da weiterhin der Weg gegangen, dass man sagt, man geht über Aserbaidschan und Georgien dann in die Türkei und lässt Armenien außen vor, insbesondere nachdem ja auch von aserischer Seite angesprochen wurde, dass der sogenannte Sangesur-Korridor eine Möglichkeit wäre, den direkten Weg über die Exklave Nachtschivan dann in die Türkei zu gehen. Das würde mich interessieren. Dankeschön. Ich habe eine gute Antwort. Dankeschön. So, ich sehe zurzeit keine. Ja, bitte, dann immer noch dazu. Okay. Grüß Sie, Peter Nell Thomas, Student der Diplomatischen Akademie. Meine Frage hätte sich konkret bezogen darauf, ob bei den kommenden Präsidentschaft bzw. Parlamentswahlen in der Türkei es ja die realistische Chance gäbe, dass sich die Mehrheiten zugunsten der Opposition, der jetzigen Opposition, verschieben und unter der Führung der CHP möglicherweise die Demokratie in der Türkei von einer präsidialen zurück zu einer parlamentarischen bilden könnte. Zumindest hat das Kılıçdaroğlu so angekündigt. Glauben Sie, dass das im Zusammenhang mit der Außenpolitik der Türkei längerfristig Änderungen erwirkt? Danke. Und da drüben, den wir auch noch dazu. Ja. Guten Abend. Ich heiße Panos Mastorakis und ich bin der Presseattaché der Botschaft von Zypern. Das wird keine Frage sein, sondern bei allem Respekt muss Herrn Botschafter Zadjic sagen. Also er weiß das schon, aber zur richtigeren Information des Publikums.
Es gibt weder einen türkischen noch einen griechischen Teil Zyperns. Das ist schon. Ich habe das nur, ich habe das nur so gesagt. Ein unabhängiger Staat. Der gesamte Boden der Insel ist Territorium der Republik Zypern, sondern ein Teil davon wird von der einzigen legalen und anerkannten Regierung nicht kontrolliert, also der besetzte Teil Zyperns. Und was den Annan-Plan betrifft, es war vereinbart, dass der Lösungsplan von beiden Seiten, von den Bevölkerungen, von beiden Seiten akzeptiert werden sollte. Also Referenda sollten abgehalten werden. Die Republik Zypern bemüht sich weiter für eine faire und funktionale Lösung der Zypern-Frage und ist bereit, natürlich Kompromisse zu machen, große Kompromisse, die aber gegenseitig sein müssen. Und damals ist Zypern der Europäischen Union nicht beigetreten, aber ohne die Lösung der Zypern-Frage, das stimmt. Aber Zypern erfüllte alle Kriterien damals, dass ein Teil des Territoriums der Republik Zypern besetzt bleibt seit fast einem halben Jahrhundert. Jetzt wäre kein Grund, der Europäischen Union nicht beizutreten, obwohl es die Kriterien erfüllte. Das wollte ich nur sagen. Letzte Wortmeldung, bevor wir dann weitergehen. Ganz kurz, ich kann auch laut reden, ich bin auch von Uni bereit gewesen. Es wurde gesagt, Herr Botschafter Dorfer, dass du normalerweise zwischen Österreich und Türkei die bilaterale Beziehungen zu entwickeln sind. Es stimmt, was die österreichische Politik betrifft. Aber erlauben wir zu sagen, von Wien aus machen wir international. Gen Economic Forum, letzter Istanbul-Meeting im Sommer, vierte Istanbul-Meeting. Türkei ist Gründungsmitglied von Gen Economic Forum mit 13 Ländern zusammen von der Balkan. Nicht vom West, es gibt kein Westbalkan, das ist auch technischer Terminus. Es ist für Sie. Sondern es ist ein bisschen positiv. Danke schön, Frau Botschafterin. Wir gehen jetzt zum Panel und ich würde sagen, beginnen wir in der Reihenfolge. Klaus, wenn du, jeder pickt sich die Frage heraus, die auf ihn zutrifft und wir gehen in dieser Reihenfolge vor. Wissen wir, woran wir Zeit ja. Schulterschluss Europa, Europa-Türkei in der Syrien-Frage, ich glaube, das ist ein beyond our payload. Wir werden nicht das entscheiden können, allein zwischen der Türkei und Europa. Das sind andere Akteure. Auch, glaube ich, ist die Aufmerksamkeit der EU meiner Meinung nach jetzt irgendwo anders ein bisschen. Das ist einfach nicht konzentriert genug, fürchte ich, leider. Das ist die Frage zu die Wahlen. Ich glaube, die meisten Fragen wird der Professor Bartsche am besten beantworten. Ja. Martin, wenn du fortsetzt. Oh, Martin. Ja, ich bin mehr oder minder direkt angesprochen worden zum Thema Zypern. Ich habe es einfach nur gesagt, damit man das besser versteht. Natürlich weiß ich, rein völkerrechtlich der Beitritt stattgefunden hat. Ich habe das nur fürs Publikum gesagt. Faktum ist aber, dass es ein Referendum in jedem Teil von Zypern gegeben hat, nämlich sonst hätte es ja nicht die beiden Referenda gegeben. Und das habe ich angesprochen. Ja. Und es ist auch, ich habe auch, glaube ich, klar darüber gesprochen, über die offene Frage, dass die Türkei sozusagen die Frage klären muss des Erstreckens der Gültigkeit der Zollunion auch auf Gesamt-Zypern, auf die Republik Zypern. Faktum ist aber auch eines, ja, und das muss man auch sozusagen hier, und das habe ich vorher nicht gesagt, aber das muss man in dem Zusammenhang schon sagen, ja, Nordzypern, jetzt rein bitte geografisch gesehen, nicht jetzt von der
richtigen politischen Terminologien her, hat 3.355 Quadratkilometer und eine Bevölkerung von 382.000. Wenn Sie sich dann anschauen, die Türkei hat 700.000 Quadratkilometer und, ich habe es ja vorher gesagt, bald 86 Millionen Einwohner. Ja. Sozusagen, wie lange das Schicksal des türkischen Teils von Zypern, ich sage das jetzt immer nur bitte wieder rein geografisch und nicht terminologisch und bitte den Herrn Botschaftsvertreter von Zypern mich da nicht wieder zu korrigieren, weil sonst kommen wir da nicht weiter. Aber ich meine, ich wollte nur sagen, ob das immer klug ist, dass man hier bei diesen Verhältnissen nicht zu einer Lösung kommt, vor allem wenn man sich anschaut, auch die Bevölkerung, so muss man sich die Frage natürlich, glaube ich, in der Türkei dann letztendlich selber stellen und zu einer vernünftigen Antwort kommen, dass man hier zu auch, weil das ist sicherlich ein Hauptstolperstein bei der, sozusagen bei weiteren Beitrittsverhandlungen. Ich erlaube mir auch noch ein Wort zu Armenien zu sagen. Und zwar, ich glaube schon, dass in der letzten Zeit von der Türkei immer wieder Versuche waren, rein praktisch und pragmatisch das Verhältnis zu Armenien zu verbessern. Und es hat jetzt sogar schon jetzt den Beschluss gegeben, dass wieder Frachtflüge zwischen der Türkei und Armenien stattfinden. Natürlich ist das ein unglaublich langer Weg, aber ich glaube schon, dass auch auf der türkischen Seite hier gut verstanden wird, dass man auch einen Outreach hier tun soll, inwieweit auch Aserbaidschan dahingehend beeinflusst wird, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, Großzügigkeit jetzt an den Tag zu legen gegenüber Armenien, ist etwas anderes. Aber, und dann noch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Ja. Die Grenze Armeniens zur Türkei wird im Wesentlichen kontrolliert von der russischen Armee. Zum Beispiel die Eisenbahnlinie führt ja genau entlang der russischen Armee. Der türkischen Grenze, sowohl in Nachitschewan wie dann auch in Armenien. Und dieser Teil in Armenien, der Grenze, die Eisenbahnlinie, ist unter Kontrolle der russischen Armee. Also man muss schon sich auch bewusst sein, dass es da auch noch andere im Hintergrund Mitredner und Mitverhandler gebe. Das ganz vorsichtig gesagt. Ja, danke schön dafür. Bitte, Herr Professor. So, erstmal einen langen Atem zu holen. Und ich werde alle 6 Fragen, soweit ich es kann, beantworten, wissenschaftlich wohlgemerkt. Also erstmal, was Griechenland und Zypern angeht. Josef, er war Botschafter auch in Athens, Professor an der Universität Nikosia, ein guter Freund von mir, der hat mir geschrieben am 25. April 2004, Hüseyin, tut mir leid, es ist beschämend, dass meine Leute 75% Nein gesagt haben, obwohl die türkische Seite 66% Ja gesagt haben. Also wenn sie nicht zusammenleben wollen, dann kann man nicht zusammenleben. Erstmal. Das Referendum von 2004, Sie können natürlich die Memoiren von Kofi Annan lesen, der so viel enttäuscht war, weil dieses Kofi Annan-Plan ist das meist gut gearbeitete Plan von den Vereinigten Nationen war. Wenn Sie mal das nicht ernst nehmen, dann kann man nicht tun.
am 25. Oktober 2012 war ich in Amman und ich hatte mit dem südzyprischen Botschafter gesprochen, er ist ja Vertreter der Republik Zypern, das muss ich auch in dem Sinne sagen. Ich habe gesagt, unsere griechischen Freunde und zypriotischen Freunde beginnen immer so: Ach, wissen Sie, Herr Professor Bajci, wir unterstützen die türkische Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Also sehr schön, es ist wie ein Hors d'oeuvre. Ja? Also bevor Sie zum Haupttessen kommen, haben Sie Suppe und dann Salat. Aber wenn das Hauptessen kommt, dann sagen Sie nein, nein. Ich habe gesagt, was war eigentlich der Grund, dass Sie abgelehnt haben? Sie können den Botschafter 2012 in Amman nachchecken. 45 Minuten habe ich mit ihm gesprochen. Er hat mir gesagt, wir haben nie gedacht, dass die Türken die Truppen auf Zypern abziehen würden. Sie wissen ganz genau, die Türkei hatte 950 Soldaten nach dem Abkommen von 1960 und 650 die Griechen. Es ist eine psychologische Frage, es ist nicht mehr politische Frage. Wenn die Vereinten Nationen, es ist nicht der Plan von dem ägyptischen vorherigen Generalsekretär, es ist von Kofi Annan. Und wenn Sie das lesen, keiner kann der Türkei vorwerfen, dem Nordzyprioten, dass sie nicht mit den Südzyprioten zusammenleben wollten. Abgelehnt haben die Zyprioten, 75%. Keine Diskussion, bitte. Ja. Nein, das ist super. Also, ich kann diskutieren stundenlang, kein Problem. Das Problem ist, jetzt kommen wir zum Zweiten. Status quo ante ist die Lösung. Was heißt Status quo ante? Am 16. August 1960 ist die Republik Zypern gerufen. Es gibt keine Nationen da, es sind Communities. Türkisch Community und Cypriot Community. Es ist nicht wie in Deutschland, zwei Staaten, eine Nation. Es sind zwei Nationen, wenn Sie wollen, so Griechen und Türken. Und übrigens, Zypern ist seit 1571 unter der osmanischen Regierung, 1788 es wurde britische Dominion. Republik Zypern ist aufgerufen, weil Großbritannien auf eine Dominion verzichtete, die Türkei auf Taksim und die Griechen auf Enosis. Ich habe darüber geschrieben. Ich habe eine Doktorarbeit gemacht über die britische Intelligence in Zypern. 2500 Dokumente haben wir gesehen und wir wissen ganz genau, wie die britische Intelligence Service da gearbeitet hat gegen Makarios. Ich kann alle Daten geben, aber vergessen Sie mal jetzt diese. Die Frage ist, mit Syrien auch, jetzt haben wir in der akademischen Diskussion die fait accompli occupation, das heißt eine de facto Besatzung. Hat die Türkei Zypern besetzt? Technisch nein. Es kann nicht sein, die Türkei ist eine Garantiemacht. In Norden Syrien und in Syrien ist die Türkei da und das wird jetzt diskutiert. Wie lange wird die Türkei da sein? Nach dem Astana-Prozess, Türkei, Russland und Iran sind die drei Garantiemächte, die territoriale Integrität Syriens garantieren. Die Türkei garantiert, zusammen mit Russland und Iran. Diese Diskussion, gerade jetzt, ich weiß wirklich nicht, wie lange die Türkei da sein wird, solange die Türkei mit Beşar Esad zusammenkommt und spricht. Wir haben einen Journalisten hier. Vorige Woche habe ich auch zu Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Meinung gegeben, Dr. Rainer Herrmann. Da habe ich gesagt, Beşar Esad hat jetzt bessere Karten in der Hand, weil er jetzt auf der Stärke spricht. Wir, die Türken, wir sind militärisch präsent da.
Wir haben gewisse Teile in Syrien, die von der Türkei administriert wird. Universitäten, Geschäfte, eben die Banken, Elektrizität, alles. Wir aber kaufen natürlich Kartoffeln aus Syrien, ja, das auch unter anderem. Ich weiß, aber es ist so wichtig, damit man besonders hier die Leute den Unterschied sehen können, ob Zypern und Syrien gleich ist. Es ist nicht, erstmal. Zweitens, gehe ich zurück. Peter, du hast über die Wahlen gefragt. Das ist eine sehr gute studentische Frage, die ich aber nicht beantworten kann. Es ist sehr schwierig zurzeit. Vielleicht als Professor bin ich zum ersten Mal nicht imstande, eine Antwort zu geben. Aber ich kann nur sagen, dass wir jetzt in der Türkei nach 20 Jahren von Präsident Erdogan vielleicht einen Wechsel brauchen. Das ist eine zurzeit Entwicklung. Besonders nach diesem Erdbeben wird es noch schwieriger sein, 50% zu bekommen. Wir haben falsch gemacht. Ich bin gegen das präsidiale System nach dem türkischen Modell. Warum? Weil wir überhaupt kein Check-up brauchen. Wir haben keinen Senat. Also deswegen arbeitet der Staat so, jeder guckt zum Präsidenten, was er sagt, wird gemacht. Zum Beispiel, nach 36 Stunden Soldaten zu schicken, heute 33.000 Soldaten versuchen, den Leuten zu helfen. Das ist eine falsche Entscheidung. Ich arbeite in der Türkei. Ich sage, dass wir zurück zu der Demokratie wieder zurückgehen, wo das Parlament das Sagen hat. Dieses türkische Präsidialsystem hat uns nicht gut getan. Das ist erstmal, weil wir, das ist eine andere Sache, ich kann wieder stundenlang darüber reden, aber das ist innenpolitische Frage, das möchte ich nicht. Aber wenn Sie Zeit geben, kann ich. Armenien, eine Frage. Ich war zweimal in Armenien. Ich habe die Fußballdiplomatie unterstützt. Die Armenier, besonders die Nagorno-Karabach-Armenier, waren sehr, sehr starke Nationalisten. Und dieser Nationalismus war kontraproduktiv, dass Armenien immer wieder abseits gestellt wurde. Schwarzmeer-Kooperation 92 ist gegründet. Das ist das einzige Plattform eigentlich, wo Armenien und Aserbaidschan Möglichkeit hatten, ihre Probleme darzustellen. Ich habe Herrn Nalbandian, damals Außenminister, anderthalb Stunden lang haben wir beim Mittagessen diskutiert. Ich habe ihm gesagt, dass mein Traum wäre, dass wir aus Istanbul direkte Flüge nach Erivan machen. Ich bin nach Erivan so geflogen, Ankara, Erivan. Es war natürlich sehr schön, am frühen Morgen um 6 Uhr da zu landen, dass man zwei Berge, diese große Aare und kleine Aare gesehen hat. Wunderschöne Ansicht. Danke, Österreichische Airlines, dass ich diese gute Perspektive gesehen habe. Aber diese Perspektive, was die Europäische Union angeht, das 60 Jahre gedauert hat, wir haben immer noch Perspektive, aber wenige Hoffnungen. Das ist etwas anderes. Armenien sollte integriert werden, sicherlich. Die Türkei hat bis jetzt akademisch gesehen, in allen Projekten die armenische Seite reinholen wollen. Die Armenier hatten das abgelehnt. Jetzt ist es die Zeit, dass man wieder zusammenkommt. Und das ist hier Vienna, wo die armenische und die türkische spezielle Repräsentanten wie Serdar Kılıç seinen Partner hier in Vienna getroffen hat und die Gespräche gehen weiter. Und das stimmt, dass wir sehr viele Leute haben, gegeneinander zu besuchen. Wir haben natürlich auch Armenier in der Türkei, das ist auch richtig so. Was Problem ist natürlich, zwei Staaten, jetzt, und da haben Sie Zengizur-Korridor, haben Sie gefragt, die Iraner haben auch dagegen, die Iraner müssen wir hier ernst nehmen.
Wissen Sie, wie wir diesen Korridor machen? Dann machen wir so riesige Brücke, damit keiner kontrolliert, weder Russen noch, Viadukt. Viadukt. Ja, dann machen wir Viadukt, dann wir gehen nicht darunter, darüber, kein Problem. Lösungen gibt es, $1,000 Frage, $100,000 Antwort, kein Problem. Terror. Und die Chinesen werden es bauen, oder? Ja, natürlich, uns billiger sogar. Okay. Doppelmoral, hat einer gefragt. Joseph Nye hat ein Buch publiziert im Jahr 2020 mit dem Titel Do Moral Matters in International in America? Und er schreibt von Woodrow Wilson bis zum Donald Trump. Biden war noch nicht gewählt. Und da haben wir gesehen, dass jeder amerikanische Präsident eine andere Perzeption hatte. Deswegen, von welchem Präsidenten wir reden? Und Moral in der internationalen Politik leider funktioniert nicht. Es gibt Doppelmoral, Trippelmoral, Quadruplmoral. Wir, die Türken, wir machen auch dieselbe Politik. Jeder Staat macht das. Es kommt immer darauf an, wo man gewisse Interessen zusammenbringt. Entweder diese Interessen können Sie zu einer Zusammenarbeit bringen oder zu einer Konfrontation. Irak, Wasserfrage. Die Türkei hat in den 90er Jahren diese Peace Pipeline entwickelt. Ich bin in allen Diskussionen dabei gewesen, sogar eine Magisterarbeit darüber schreiben lassen. Ich dachte, jemand ist aus Schweden hier, ist er oder schon weg. Der türkische Botschafter in Schweden ist mein Student, Yunecan Tezer. Er ist jetzt da. Und er hat mit mir diese Arbeit geschrieben. Und wir haben herausgestellt, dass die Türkei niemals, weder gegenüber Irak noch Syrien, diese Wasser von Euphrat und Tigris als Waffe benutzt hat. Wir haben das nicht gemacht. Das Problem von diesen beiden Staaten war, dass sie in der Landwirtschaft eine sehr alte russische Technologie benutzen. Das Wasser wird nicht rational benutzt. Die Türkei hat 800 Kubikmeter per Sekunde gegeben, was international 500 sein sollte. Wir sind auch ein wasserarmes Land, trotzdem haben wir diese, aber da haben Sie einen Punkt, dass die Türkei sehr viele Dämme gebaut hat, das stimmt, das ist ein Problem. Es ist noch nicht ein überstaatliches Problem, aber es könnte sein, auf lange Sicht, da kann ich natürlich andere Literatur vielleicht angeben. Okay. Syrien, letztlich, die Erdbebendiplomatie könnte jetzt funktionieren. Die deutsche Außenministerin, Frau Baerbock, hat vorgeschlagen, dass die Türkei die Grenze zu Syrien aufmacht. Inshallah könnte gemacht werden. Aber das Erdbeben hat alle getroffen. Ob es Türken sind, Kurden sind, Araber sind, spielt keine Rolle. Die sind da in den Städten. Viele Leute haben ihr Leben verloren. Ich hoffe, dass wir mit dem Bashar Assad-Regime, obwohl sie vielleicht dagegen sind, es gibt keine andere Möglichkeit, mit ihrem Nachbar zu reden. Es ist nicht unser Problem, wer da regiert. Hauptsache, dass wir auf die Probleme hinübergehen. Wie in Nordkorea. Die Nordkoreaner haben Nuklearwaffen, aber jeder spricht mit denen. So ist das Leben. Kim Il-sung ist nicht gut. Aber ich habe seine Biografie gelesen, auch interessant übrigens, der Mann. Man sollte auch vielleicht von dort ein bisschen gucken. Aber Syrien bleibt unser Nachbarn und wir müssen zusammenleben und alle Möglichkeiten schaffen, dass wir zusammen agieren. Danke sehr. Danke für diesen Applaus. Wir kommen damit zum Schluss. Und ich glaube, unsere drei Referenten haben sich mehr als diesen kleinen Zwischenapplaus verdient. Danke. Vielen herzlichen Dank. Eine Ankündigung einer unserer nächsten Veranstaltungen. Die nächste hier wird am 16.
März stattfinden, über die globalen Hotspots. Wir werden uns vier Themen vornehmen. Das eine ist natürlich Russland, Ukraine. Das zweite ist Afrika, Nahe Osten und der Ferne Osten, das heißt Taiwan und auch Nordkorea, ja, um unmittelbar auch am Professor Baci anzuschließen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, insbesondere nochmal bei unseren Referenten für die hervorragenden Beiträge, aber natürlich auch bei unserem Team unter der Leitung des neuen Direktors. Bitte steh auf. Bravo. Noch nicht alle haben dich. Michael Zinkanell mit dem Team, der das fabelhaft vorbereitet hat. Dankeschön und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.